Moin Leute, moin Leute. Da melde ich mich nochmal, weil ich ein Bild drin hatte, was nicht sozusagen für die Öffentlichkeit war. Ja, erstes Video bei Twitch. Ihr habt mir gefehlt. Ich hoffe, ich habe euch auch gefehlt in gewissen Teilen. Und dieses Video hier von Charo, Ahmed, ich nenne ihn eigentlich Ahmed, aber Charo im Internet von Beast Kitchen zusammen mit Tristan, die diesen Kanal betreiben, Beast Kitchen, wo ich auch schon zu Gast sein durfte. Und Axel Reitz war da auch schon zu Gast. Viele, viele andere interessante Gäste waren da schon so. Diese Rap-Gäste ist nicht so mein Ding. So, ich bin in diesem Rap-Game nicht so drin. Und aber ich glaube, die Vielfalt, was Beast Kitchen dort geschaffen hat, ist schon sehr, sehr beachtenswert und ist ein Format mit einem Mehrwert. Aber mit diesem Video tue ich mich sehr, sehr schwer. Denn im Endeffekt wurde hier trotzdem eine Plattform gegeben. Das ist der Grund, warum ich auch immer wieder sage, nein, nicht mit Neonazis sprechen hier im Internet. Wir kriegen immer wieder die Anfragen, redet doch mal mit dem, redet doch mal mit denen, redet nicht über die, aber wir wollen keine Plattform geben. Es wird immer wieder Leute geben, die das dann konsumieren und dann sagen, ah ja, cool, das da und so weiter und da haben die ja recht und so weiter. Und das ist das, was gewollt wird. Selbst wenn du bei 100 Kommentaren 95% negativ hast, 95 Stimmen gegen dich und fünf Leute drunter schreiben, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aha, cool, checken dann Instagram aus, checken die Profile aus und so weiter, ist es trotzdem eine Art Werbung. Und das ist da, das ist gefährlich, besonders wenn es nicht dementsprechend, wenn eine nicht entsprechende Demontage stattfindet. Ich habe in dieses Video schon reingeguckt, ich habe es nicht komplett geguckt, aber es gruselte mich schon in den ersten Minuten. Ich muss auch sagen, der Steven Feldmann hier drin ist ja eine der unangenehmsten Personen im Internet. Also das, was ich hier gesehen habe, also dagegen sind ja noch einige andere, die wir regelmäßig hier auf dem Kanal behandeln, ja wirklich noch wirkliche sympathische Rechtsextremisten. Und sympathisch fange ich da auch schon mal in Anführungszeichen. Naja, ich hatte es ja gesagt, Steve Feldmann hatte ja über mich auch mal ein Bild gepostet und ja, wir gucken uns mal rein, was dann der Charo hier gemacht hat. Das ist ein neues Format. Charo trifft Menschen vom Rand der Gesellschaft. Ist natürlich immer sehr clickable, ne? Also sind viele Klicks drin. Natürlich, wenn man sagt, Migrant trifft Neonazi und da muss man so ein bisschen besonders bei diesem Thema, wenn es um das Thema Extremismus geht, muss man aufpassen, dass es keine Werbung ist. Das ist für mich, das ist genauso wie in diesem Rap-Game und so weiter. Da weiß man das aber mittlerweile, was für ein Scheiß die oft labern. Ihr wisst, ich bin da nicht kein Freund von. Da weiß man, das ist aber schon so eine Art Show, wo nicht alle Jugendlichen das, glaube ich, wissen und für so auch einordnen können. Aber hier bei diesem Extremismus-Thema, da sollte man schon dementsprechend vorbereitet sein. Und aber ziehen wir uns das mal gemeinsam raus. Also, wie gesagt, Charo Tristan, Ehre geht raus und wir gucken mal, wie wir das hier einzuordnen haben. Also, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Twitch. Jetzt wieder volle Attacke. Pause hat ganz gut getan und jetzt wieder volle Fahrt voraus. Gucken wir mal. Frohes neues Jahr und willkommen zum neuen Format. Ich treffe Menschen aus den Rändern der Gesellschaft und gehe dabei ins Extreme. Während sich unsere Gesellschaft immer mehr und mehr spaltet, mache ich mich auf der Suche nach dem Warum. Das erste Treffen war mit der militanten Veganerin und ich habe mich leider von meinen Emotionen leiten lassen. Aus einem Interview wurde eine hitzige Diskussion und auch bei dieser Folge ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, meine Emotionen dabei im Griff zu behalten. Die Frage ist, wenn man weiß, man geht an den Rand der Gesellschaft und man geht zu diesen Themen hin, die dann auch, ja, die dann auch der eigenen Überzeugung nicht entsprechen oder man selber dagegen ist, Standpunkte, man darf sauglich selber nicht zu aufgeladen sein. Ja, ansonsten müsste man das als Moderator in der Mitte machen, ja, und sagen, okay, ich hole einen absoluten Carnivore, einen nur Fleischfresser sozusagen. Und ich hole dann eine Hardcore-Veganerin in der Mitte und ich moderiere das so ein bisschen. Aber wenn der Moderator selber zu aufgeladen ist, tue ich mich manchmal ein bisschen schwer damit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und jemand, dem einem Kanal gehört und dann auch so in den hitzige Diskussionen geht, gibt mir eher eine Art Unbehagen. Das mit der Hardcore-Veganerin habe ich auch gesehen. Und ja, es ist halt alles gut clickable, ne? Also es gibt große Klicks und das ist auch okay.
weil ich weiß nicht, ob jetzt hier bei Beast Kitchen der Bildungsauftrag so ganz vorne ist, ne? Da ist, hat dieser Kanal ja einen anderen Auftrag, den wir seit über 6,5 Jahren durchziehen, im Kampf gegen jeglichen Extremismus und Antigewaltarbeit. Ja, genau. Also das ist genau, und Leroy hält sich oft zu sehr raus, ja. Aber auch nicht jeder kann jedes Thema bearbeiten, und das ist das Schwierige. Ich traue mich an gewisse Themen auch nicht dran, weil ich einfach nicht da drin bin. Und dann muss man halt auch gucken, okay, ist jedes Thema was für mich? Bin ich bereit, über das Thema Rechtsextremismus, Extremismus zu sprechen? Kann ich dementsprechende Themen auflösen, dagegen argumentieren und so weiter? Ich will das jetzt noch nicht alles vorwegnehmen, aber wie gesagt, ich tue mich mit diesen Videos teilweise schwer, weil sie halt auch Werbung sind. Ja, sie sind halt teilweise Werbung. Ob es mir gelungen ist oder nicht, das erfahrt ihr jetzt. Wir sind jetzt hier an der Emscher Straße, der berüchtigte Nazi-Kiez von Deutschland. Rund um die Emscher Straße wohnen ca. 25 Rechtsextremisten. Die versuchen hier, ihren kleinen Kiez zu reklamieren. Und dafür tun sie eine ganze Menge. Sie markieren ihr Revier, bedrohen Passanten und Anwohner, greifen Polizisten an, organisieren oft Demonstrationen. Ja, also muss jetzt auch mal sagen, um das ein bisschen einzuordnen, Nazi-Kiez Dortmund und so weiter ist jetzt nun nicht, dass da von da aus jetzt die große Revolution losgeht. Ja, da haben sich ein paar Leute zusammen gefunden. Es gibt auch ein Interview damals mit dem Lukas Bals bei mir auf dem Channel, der dort ja auch gelebt hatte und so weiter. Und dann dort erzählt er, was da eigentlich untereinander ablief. Und ja, ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, was der Lukas damals dort erzählt hat. Also das auschecken nochmal bei YouTube. Ansonsten, wir reden über 25 Neonazis und so weiter, die dort in einer Straße dort versuchen, ja, sag ich mal, jetzt wirklich einen harten zu machen. War sehr medienwirksam. Ansonsten sind sie auch nie wirklich irgendwie bedeutend geworden. Ob jetzt da die Rechte, die Partei und so, die, ich glaube, die meisten Leute, die das dann nachträglich konsumieren, haben von der Partei noch nie was gehört. Und auch die Typen, die hier drin sind, sag ich mal so, das sind Sozialversager. Ne? Also egal wie, wachen die irgendwann auf. Da kannst du dich einmal hart vor die Kamera hinstellen, kannst ein bisschen ins Fitnessstudio laufen und so weiter. Aber ich sage euch ganz ehrlich, die gehen nachher in ihre Einraumwohnung an ihren Fliesentisch und überlegen sich höchstwahrscheinlich auch, wie sie da irgendwann irgendwie wieder rauskommen. Das mag mit Mitte 20, Ende 20, Mitte 30 vielleicht noch einigermaßen gut gehen, aber irgendwann wachst du auf und bist dann nur noch so ein, bist du dann irgendwann nur noch so eine traurige Gestalt, die dann ihr ganzes Leben da drin verschwendet hat. Und das Einzige, auf was du dich berufen kannst, ist, dass irgendwo, wenn du deinen Namen bei Google eingibst, dass du auf 17 Antifa-Seiten auftauchst. Das ist dann die Lebensleistung. Ja, und deswegen hoffe ich, dass die meisten von denen auch irgendwann den Absprung schaffen. Auch die beiden, die wir hier gleich im Video sehen, Alexander Depp-Toller und Steven Feldmann, auch denen wünsche ich irgendwann eine Veränderung. Das ist alles möglich. Ihr könnt euch auch verändern. Das dauert, es ist schmerzhaft eine Zeit, aber ich glaube mir, da draußen wartet ein besseres Leben, als das dort an so einem Fliesentisch in der Emscher Straße in Dortmund abzuhängen und mit 25 Leuten von einer Revolution zu träumen. Eieiei, da kickt immer wieder auch meine Vergangenheit hart rein. Wir werden hier Steven Feldmann treffen, der erwartet uns. Steven, ne? Hi, grüß dich. Hallo Tristan. Hi. Alex. Hi, grüß dich. Hallo. Alles gut bei euch? Ja, selbst. Sehr gut. Also. Ja, also gleich mit Verstärkung mit. Ich habe es dann auch schon rechts sehen wir natürlich den Charo. Grüß dich mal lieber. Dann in der Mitte den Alexander Depp-Toller, Organisator von Kampf der Nibelungen und so weiter. Und links sehen wir dann den Steven Feldmann, um den es dann in diesem Video geht, und der Alexander Depp-Toller, den er dort als Verstärkung mitgebracht hat, der filmt dann auch auf dieser Seite. Diese Peinlichkeitsvideos haben wir ja von vielen schon mitbekommen. Ja, damals hat das, glaube ich, hier auch The Brain, Patrick Schröder hat das dann auch irgendwie gefilmt, als Spiegel TV ihn gefilmt, dann hat er Spiegel TV zurückgefilmt und so weiter. Ach, ich weiß es auch nicht, ist auch immer ein bisschen peinlich, aber gut, da kommen noch ganz andere Momente hier. Also, lassen wir das nochmal ein bisschen laufen. Ich habe hier Steven Feldmann, ne, bekennender Neonazi. Richtig. Und meine Frage wäre, wie ist dieser Name zu dieser Straße gekommen, dieser Dortmunder Nazi-Kiez? Den haben die Medien uns damals gegeben, das waren wir nicht mal selber. Ja. Aber wir haben natürlich, nachdem die Medien uns den gegeben haben, ne, irgendwo, ja, das war seine Berechtigung, wir wohnen hier mit vielen Leuten, wir stehen alle zu unserer Ideologie. Ja.
Und deswegen hat der Name schon seine Berechtigung. Ne? Ja, also ist das was, worauf du stolz bist? Dass diese Straße den Namen so bekommen hat, ja. Sich den erarbeitet und auch erhalten hat, selbstverständlich. Ja. Erarbeitet und erhalten hat und so weiter. Ich sage jetzt mal so, da ziehen in irgendeine Straße, wo ein paar Wohnungen frei war. Ich erinnere mich an das Haus, was Lukas Barz erzählt hat. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich meine, es ist auch schon 3 Jahre her, dass Lukas mich hier, glaube ich, besucht hat, oder 2,5 Jahre. Wie die Wohnungen teilweise aussahen, Mieten nicht bezahlt und so weiter. Das ist halt nach außen immer eine schöne Fassade. Und ja, wir sind jetzt mal wichtig. Weißt du, wenn du als einzige Lebensleistung aufweisen kannst nachher, dass du mal mit Leuten in eine Straße gezogen bist, das ist, also wenn das die Lebensleistung ist, auf die du irgendwann zurückguckst und sagst, krass, also da musst du, das ist ein trauriges Resümee eines Lebens. Wir haben das alle geschafft, in einer Straße Wohnung anzumieten. Wurde alles genehmigt vom, oder Bürgergeld regelt, ja, keine Ahnung, ich will es nicht allen unterstellen, aber es ist, das ist doch keine Leistung. Das ist doch keine Leistung, ja, eieiei. Mal gucken, ja. Ja, das geht ja auf unsere Arbeit zurück, sag ich mal. Okay. Jahrelange oder jahrzehntelange politische Arbeit. Boah, wie kann man sich selber so erheben? Da würde ich da, schau, da muss man noch nachfragen, aber was ist jetzt die Leistung davon? Was ist hier eure politische Arbeit? Dass ihr einen Vermieter gefunden habt, der euch hier da 2 Häuser zur Verfügung stellt, die ihr dort mieten könnt und dann wohnt ihr da, das ist doch keine politische Leistung. Da ist ja das, was leider dort in Jamel entstanden ist, dort rum um Sven Krüger ist ja viel bedeutender, dann dort sozusagen so ein Dorf da sozusagen so zu übernehmen. Ja, natürlich immer noch mit dem Widerstand der Lohmeyers. Aber das ist doch keine Leistung. Oder wie seht ihr das? Ich meine, ich schreibe das mal rein, aber ja, das ist also, weiß ich nicht. Wer lebt hier alles so? Freunde, Kameraden, ja? Ja, bekanntere Leute, weniger bekanntere Leute. Was sind das so für Menschen? Bis vor kurzem hat Sigi Borchardt hier natürlich gewohnt, der leider letztes Jahr verstorben ist. Mhm. Ja, ist ansonsten ja. Unsere Parteivorsitzende. Ne? Also Parteivorsitzende und Sigi Borchardt. Ich meine, da wird so über Sigi gesprochen, als wenn ihn jeder kennen müsste. Ich denke, der Schafe wird noch nie von Sigi Borchardt gehört haben. Oder irgendwelche Leute, oder die 500.000 Leute, die das bei Beast Kitchen gesehen haben, die werden sagen, Sigi Borchardt interessiert doch keinen. Das ist immer dieses so wichtig Getue, Gedenke in dieser Bubble, wo ich selber ja so viele Jahre drin gefangen war, dass man denkt, man ist so mega wichtig. Ja, und ey, die Leute und meinen Namen, weißt du, so ein Steven Feldman guckt bestimmt auch in den Spiegel und denkt sich, der ist total wichtig und berühmt und gefürchtet oder sonst irgendwas. Ich finde, das hat immer, ja, das ist so, weißt du, wenn du das SS-Sigi als bestes Beispiel nennen musst, für Personen, die da nennen musst, unsere Parteivorsitzende, weiß hier irgendjemand, wie der Parteivorsitzende von die Rechte heißt? Weiß das irgendjemand? So ganz spontan, ohne zu googeln jetzt, so wie ich es tue. Ja, unwichtig. Boah, Karl-Heinz Bock startet aber ins Jahr. Ehrenmann, Karl-Heinz Bock. Dankeschön für die ganzen Primer-Votes. Müller, Meier, Schulze, ja, irgendwie so. Wer ist denn jetzt hier? Ah, Parteivorsitzender, die Rechte. Ah, Christian Worch. Und Alexander Depp-Toller und Philipp Hasselbach, ja. Und Michael Idier, na gut, eieiei. Also wer Christian Wolch als Parteivorsitzenden wählt, da weißt du, was los ist. Ja, eieiei. Ist das auch so eine Straße, wo ich hier willkommen würde? Bist du ja gerade, oder? Also ich sage, du weißt, dass wir wussten, dass du kommst. Ja. Wir freuen uns auf den Tag heute. Ja. Wir gleich lecker was essen und keiner hat dann Probleme mit ihm. Weil ich war ja schon mal hier, da war ich nicht so willkommen. Ja gut, weiß nicht, ob du nicht willkommen warst. Es gab Leute, die sind natürlich hinterhergekommen. Also ich glaube, egal in welche Stadt oder welche Straße fährst, irgendwie die Häuser filmst oder so, jemand kommt raus und guckt, was passiert da. Ne? Ja, aber wie? Also nee, ich wohne hier gegenüber einer Schule. Also wenn jetzt draußen irgendjemand aus dem Auto steigt und filmt, würde ich sagen,
Also ich schnapp mir hier nicht mein Mägel muss wegstempel und bäsche erstmal drauf ein. Also das ist so, das ist auch so eine Art hier Gockelverhalten, ja. So, es ist mein Revier und ja, jetzt Schabo, jetzt hast du dich ja angekündigt, jetzt ist alles easy, wir freuen uns auf den Tag, aber komm mir nicht unangekündigt, Digga. Da hätte ich doch erstmal gesagt, ich brauche mich doch nicht ankündigen, wenn ich hier durch deine Straße gehe. Das ist nicht deine Straße. Digga, du hast hier eine Einraumwohnung mit einem Fliesentisch und mit deiner, und das war's. Ja, das ist doch, das regt mich auf, so dann zu sagen, so, die, nein, die haben da keine Hoheit. Ja, ja, die Bauchtasche ist immer präsent, Leute, das habe ich mir nicht ausgedacht mit der Bauchtasche. Das ist nicht meine Erfindung, das ist einfach, ich will jetzt nicht wieder fragen, was da alles drin ist, weil ich habe da keinen Bock, das wieder alles vorzulesen und hier einen abzulachen, weil es einfach schade ist, weil die hier so, ich würde es mal fast sagen, Charo, das tut mir leid, dass ich das jetzt sage, die so fast so Charo gegenüber so sich erhaben fühlen, weißt du, ja, Digga, jetzt bist du ja hier und du hast dich angekündigt, alles ist gut, weißt du, das ist nicht Augenhöhe, ne? Also No-Go-Area ist das hier auf jeden Fall nicht. Also du hast auch ein paar mit Nachbarn gesprochen, ne? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich komme sehr, sehr viel rum und ich habe meine Cam immer dabei, auch wirklich weltweit. Und ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt, wie an dem Tag, wo ich hier war. Ja gut, Leute waren mit Sicherheit aufmerksam, aber was Böses wollte dir keiner. Ne? Ja, ja, ja. Also ich weiß, du kannst dich auch gerne mal erkundigen, wann es hier mal eine Gewalttat in der Emscherstraße gegeben hat oder so, da wirst du nichts finden, ne? Wie lustig. Ich meine, der Steven Feldmann ist selber verurteilt wegen Beleidigung, Körperverletzung und so weiter, saß dafür in Haft. Das Geile ist, beispielsweise, dass die erste Wolfshöhle, die wir hatten, die Gewalttaten sind nicht bei unserer ersten Adresse bei der Wolfshöhle passiert, sondern sind in der Innenstadt passiert. Oder wenn wir auf einen politischen Gegner getroffen sind oder auf irgendwelche unliebsamen Personen, die wir damals nicht leiden konnten und angegriffen haben. Deswegen ist die Straftat trotzdem nicht in der Wolfshöhle 1. Ich weiß gar nicht, was die Adresse war. Was war denn Wolfshöhle 1 die Adresse? Weiß ich nicht mehr. Ja, genau. Also, Nikolas schreibt gerade, wir kloppen immer nur die Nebengassen auf Leute ein. Die Hauptstraße bleibt sauber. Ja. Das kann man doch nicht. Da hätte ich auch gleich reingeschmissen und gesagt, naja, aber es gibt ja schon rechtsextreme Gewalttaten und besonders auch aus euren Kreisen. Es gab damals den Rathaussturm auch. In Dortmund und so weiter. Oh, Ralf, jetzt dreht ihr aber durch. Dankeschön, Ehre. So ein Start ins neue Jahr. Dankeschön. Konntest du nicht auf die sitzen lassen nach Sonne, ne? Dankeschön, Leute. Aber so geht's ja nicht. Da musst du auch viel kritischer sein, nach meiner Meinung. Die stehen da auch und fühlen sich viel zu erhaben. Ich glaube, das härteste Verbrechen hier war irgendwann mal ein Graffiti und ein Aufkleber. Also ich könnte mich jetzt an eine Szene mal erinnern, so Spiegel TV oder irgendein Kamerateam war hier, da hat man hinter der Kamera getreten oder die Kamera weggetreten. Das sagen die, aber man sieht das in der Kamera nicht. Also ob das so stark gefunden hat, weiß ich nicht. Boah, ja, unangenehm, ne? Unangenehm, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das seht. Für mich ist das wirklich unangenehm. Dieses suffisante so, ja, ist ja nicht passiert, weil davon gibt es kein Video oder hat man nicht genau gesehen, deswegen ist das auch alles nicht passiert. Und dann haben die Medien das wieder gesagt. Das ist so, boah, das ist so, da dreht sich mir der Magen. Dankeschön, Uli Dag. Einige Sekunden später wird's hässlich. Beleidigungen, Kopfnuss, Schubserei. Ja, also hier die sympathische Emscher Straße oder so, ne? Wir erinnern uns gerade, was der Steven Feldmann da gerade so lustig, suffisant erzählt hat. Tobi, jetzt dreht ihr alle durch. Dankeschön für 5. Halb schön. Ja, das ist doch, selbst wenn ich so an meinem Auto bedrängt werde, wer empfindet das denn nicht schon als Gewalt? Also, wenn ich in meinem Auto bin und jemand läuft auf mich zu und sagt, verpiss dich, steig in dein Auto und sonst gibt's alles aufs Maul oder sonst irgendwas. Also das ist für mich schon ganz klar Gewalt. Also bin ich jetzt nachher, ich muss nachher noch zum Baumarkt. Also wenn da mir 4, 5 Typen auf mich zulaufen und das so mit mir machen, das nenne ich mal klassische Gewalt. Oder wie wird das hier wahrgenommen? Kann ja sein, dass ich jetzt hier ein bisschen dünnhäutig bin. Ah, oh, Mann. Falkson, oh, jetzt dreht ihr alle durch, dankeschön. Was für ein Start. So, ja, dankeschön, was für eine Ehre. Danke. Toll wieder, das machen zu dürfen hier heute mit euch. Na gut.
Also erzählen kann man viel. Also du hast ja schon mit Nachbarn hier geredet, es gibt keinen Ärger. Wir haben den Burger Mi-Band gelöscht, das ist eine Sache, ne, wo wir auch für ausländische Mitbürger hier was gemacht haben. Ne? Karl-Heinz Spock, Dankeschön. So jetzt, ich bedanke mich jetzt bei allen. Dankeschön. Wenn ich auf dem Parkplatz niemanden eine Kopfnuss gebe, machen die sich Sorgen. Ja, ja. Urlaub muss sein, safe. Dankeschön. Also, was hatten wir jetzt hier? Was haben Sie für ausländische Mitbürger gemacht? Also erzählen kann man viel. Also du hast ja schon mit Nachbarn hier geredet, es gibt keinen Ärger. Wir haben den Burger Mi-Band gelöscht, das ist eine Sache, ne, wo wir auch für ausländische Mitbürger hier was gemacht haben. Ne? Und da arbeiten keine Landsleute. Also ich finde das gerade. Oh, wir haben Brand gelöscht von gegenüber und deswegen sind wir ja gar nicht so intolerant und wir sind ja eigentlich nette Neonazis, weil wir einen Brand gelöscht haben. Es sind keine Landsleute von uns, da waren keine Deutschen. Und wir dürfen nicht vergessen, wie hier Deutsch definiert wird. Deutsch wird hier nicht über den Pass definiert. Ja, aber ich denke, da kommen wir noch zu. Es ist ein bisschen kalt, das ist auch ein gutes Schlagwort, so Burger Me, Döner. Und ich würde vorschlagen, lass uns ins Warme gehen. Boah, was für unangenehme Blicke. Ist euch das aufgefallen, von dem Alexander Depp-Toller, wo er Döner gesagt hat oder sonst was oder irgendwas? Ist das nicht unangenehm? Guck mal. Was gemacht haben, ne? Der in der Mitte. Da arbeiten keine Landsleute. Also ich finde das gerade ein bisschen kalt. Und guck mal, wie er die Umgebung abcheckt. Das ist nicht deren Kiez. Guck doch mal, wie der die Umgebung scannt. Digga, das ist original. Ich vor vielen, vielen Jahren immer jede Umgebung scannen. Alles. Das ist doch mega unangenehm. Das ist auch ein gutes Schlagwort, so Burger Me, Döner. Und ich würde vorschlagen, lass uns ins Warme gehen. Digga, Peinlichkeit sein. Peinlich. Rheinische Straße. Ja, wir kommen da hin. Okay. Dann treffen wir uns gleich da. Alles klar. Da mache ich dann noch, ich fülle mit. Ja, alles gut. Es wird nicht von uns veröffentlicht. Wir sehen uns gleich beim Döner. Ja. Bis gleich. Ja. Hallo. 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 Döner. Ich möchte auch, dass ihr alle das mal mitnehmt und für mich ist nachher die Frage, welchen Mehrwert das Video dann nachher hat. Und bei diesem Thema bin ich echt sensibel diesen Leuten wie Alexander Depp-Toller und Steven Feldmann, die sich ganz klar als Neonazis bezeichnen, so eine Plattform geben. Ich kann es auch mal sagen, unter dem Video von Charo bei Beast Kitchen gibt es auch einige zustimmende Kommentare zu den Aussagen von dem Steven. Und das stimmt mich dann doch sehr nachdenklich, dass hier Reichweite trotzdem gegeben wurde. Das ist genau das, was gewollt wird. Denen ist das scheißegal, wie sie dabei rüberkommen oder sonst irgendwas. Irgendjemanden werden sie dann schon kriegen, der denen folgt, der denen zuhört und so weiter. Döner? Reis, ich brauche Reis. Ich habe dringend Reis. Döner-Teller? Reis. Nur Reis? Nur Reis und Gemüse, ja. Nur Reis und Gemüse. Machst du für mich ein bisschen Reis mit Gemüse, ein paar Bohnen und so drauf? Reis, Gemüse, Brot, genau, ja. Das wär's. Wir setzen uns, ne? Ja, was du trinken? Ich nehme einen Tee, bitte. Wir sind hier gerade im Dönerladen. Ja, ich weiß nicht. Ich man muss auch nicht jede Peinlichkeit jetzt kommentieren. Klar, will er sich das jetzt nicht. Weiß nicht, ob das hier für Kampf der Nibelungen steht da. Ja, natürlich will er sich jetzt nicht die Blöße geben, dann in so einem Laden dann irgendwie auch noch Dönerfleisch zu essen mit dem Döner in der Hand. Da hat er Angst draus, dass dort ein Meme gemacht wird oder sonst irgendwas, dass das Bild dann gepostet wird. Deswegen Reis und Gemüse ist unverfänglich und so weiter, anstatt mit dem Döner in der Hand. Das ist natürlich das, was Charo vielleicht als Bild haben wollte. Ja, ich weiß ich nicht. Holt mich leider nicht ab. Bist du öfter in so einem Laden? Tatsächlich nein. Aber ich muss sagen, das, was hier angeboten wird, scheint gar nicht so verkehrt zu sein vom Essen. Aber ich esse tatsächlich eher traditionelles deutsches Essen lieber, was zu Hause gekocht wird. Du sagst, das schmeckt aber auch gut. Ja, langsam kommst du auf den Geschmack. Aber irgendeiner muss das ja hier rübertragen. Ich denke, das könnte auch jemand anders zubereiten, so, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und, ich glaube, jede Kultur, jede Nation hat doch ihre positiven Seiten, dass mich auch keine Nation absprechen. Trotzdem nicht meine eigene natürlich als die beste. Ja, aber dennoch.
Boah, das sind so Kommentare, ne? Also hier reden wir ja auch über jemanden, der hier nicht unverhohlen oder der unverhohlen hier alles raushaut, ne? Also wir reden über meine Kultur ist die beste, alle anderen sind schlechter. Das wird ja von anderen sonst, wie viele andere, die das ja versuchen, anders zu verpacken. Nee, alle Kulturen sind gleichwertig, aber die Kulturen sollen da bleiben, wo sie angeblich herkommen und so weiter und sollen zurück. Und wir sind alles Menschen, wir sind alle gleich, aber wir wollen halt nicht alle zusammen leben, weil wir kulturelle Unterschiede haben. Hier sagt jemand halt, nein, meine Kultur ist die beste auf der Welt, alle anderen sind schlechter. Ja, und dann kommt Chao jetzt hier auch leider so damit um die Ecke, so in dem Sinne so, ja, aber... guck mal, du isst ja jetzt auch die Bohnen und das Gemüse, das kam ja irgendwo her, da wird Steven Feldman sagen, ja gut, brauche ich nicht, ist mir egal und so weiter, weil das ja jemand ist, der sagt, der braucht das nicht, ne? So diese Esskultur und diese Schöne, diese Vielfalt muss ja irgendeiner, muss das ja hier rübertragen. Ja, aber Charo, das Problem ist, er will das ja gar nicht. Er hat ja eben klipp und klar gesagt, er ist am liebsten zu Hause Eisbein mit Sauerkraut, keine Ahnung, Saumagen oder irgendwie sowas. Hier zu uns rüberkommt. Naja. Mich interessiert für dich, wo fängt Migration an und wo hört Migration auf? Ja, woran machst du das fest? Ja, gibt es da bestimmte Zahlen, sagst du hier, du darfst bleiben, du darfst gehen. Woran machst du das also fest? Es gibt generell, ich glaube, eine Quote von Migration, die jedes Volk für sich verkraften kann. Jedes. Ohne dass, sag ich mal, das Stadtbild oder das Länderbild irgendwie negativ beeinflusst wird. Mhm. Schon alleine Charo sagt, dass das Stadtbild negativ beeinflusst wird. Ja, das ist ja schon, damit unterstellt er schon ja generell, dass es einfach so ist. Ja, dass er sagt, ja, welches Stadtbild ist denn negativ dadurch beeinflusst worden und so weiter. Ich besetze mich jetzt hier auch nicht hin und bin jetzt ein Fantast, der in einer Traumwelt lebt. An Integration muss immer gearbeitet werden und da steht man auch vor großen Problemen, die dort angegangen werden müssen. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass Zuwanderung dazugehört. Ich glaube, jeder, der sich mit Wirtschaft beschäftigt, weiß, wir stehen vor dem sonst absoluten Kollaps in allen möglichen wirtschaftlichen Gebieten werden wir vom Kollaps stehen. Ich bin viel in Deutschland unterwegs, wirklich, ich fahre im Jahr 50.000 Kilometer. Ich sehe sehr, sehr viel und ich sehe das auch bei meinen Freunden, egal im Handwerk, in der Gastronomie und so weiter. Ohne neue Arbeiter, Angestellte und so weiter wird hier vieles zusammenbrechen, das kann ich euch sagen. Also besonders hier oben bei uns an der Küste geht gar nichts mehr. Ja, und man muss auch sagen, das Stadtbild leidet auch, wenn da Faschos rumhängen. Joe, guter Kommentar, ja. Aber der Steven macht das hier leider bei dem Charo relativ geschickt. Charo fällt da ein bisschen drauf rein. Er sagt das so, dass es so ist. Und Charo geht da nicht gegen. Das ist leider, missfällt mir das ein bisschen. Aber machen wir uns nicht vor, gerade im Ruhrpott, wenn du, sag ich jetzt mal, aus einer mitteldeutschen Stadt wie Dresden oder so mal zu Besuch rüberkommst, da kriegst du einen Kulturschock, sag ich mal, ne? Weil der Migrationsanteil hier groß ist. Ich habe auch 7 Jahre in Duisburg gelebt, ne? Da ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Und das macht es natürlich bemerkbar. Und sobald ein Stadtbild oder ein Bild eines Staates, eines Landes so geprägt ist, dass man kaum noch Einheimische sieht, ist Migration schiefgelaufen und zu viel, ne? Kaum noch Einheimische sieht. Und hier wäre ja auch mal, wen bezeichnest du als Einheimisch? Ja, wie weit geht dein Familienbild zurück? Ja, also weiß ich nicht. Ne? Also so jetzt vorzeigemäßig ist für mich jetzt der Steven Feldman jetzt hier nun auch nicht. Ne? Könnte jetzt auch ein Kollege sein aus, weiß ich nicht, könnte schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Wie definiert? Ich muss auch mal sagen, die Frage ist ja, die ja immer wieder gestellt wird, ab wann jemand deutsch ist. Für mich ist jemand deutsch und es ist scheißegal, ob die Familie seit 500 Jahren hier ist oder ob jemand gestern seinen deutschen Pass bekommen hat, dann ist er deutsch. Dann ist er deutsch. Und für mich ist das hier so, dieses Stadtbild, und wenn jemand aus Dresden rüberkommt, das ist ja so deren Traum. Ja, dann so irgendwie so zurück wie irgendwie in Thüringen. Ja, habe ich ja ganz vergessen, dass ich die Dateien hier auch noch habe. Wo sind die denn hin? Thüringen. Ja, und
ist einfach, ja, ist einfach blanker Rassismus, den er hier raushaut. Aber ist das wirklich so? Siehst du sehr selten nur noch Einheimische? Wenn man gerade Jugendband anguckt, ich gucke ja sehr viel auf jugendliche Leute, weil es immer schön ist, weil die Jugend natürlich auch unsere Zukunft ist. Und wenn man sich in NRW Jugendbanden anschaut, dann sind das meistens Leute mit Migrationshintergrund, klar. Ne? Was stört? Immer Jugendbanden. Also dann eine Sturmabteilung besser. Also nur, dass es hier nicht falsch verstanden wird. Ich bin auch kein Freund von Banden. Also ich bin kein Freund von Clans. Ich bin auch kein Freund davon, dass sich irgendwo 50 Jugendliche zusammenschließen. Egal, ob das südkoreanische, türkische oder russische, was weiß ich, oder ukrainische Jugendliche sind, die sich zusammenschließen und irgendwie beschließen, einen Kiez zu terrorisieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Finde ich scheiße. Ich finde es auch scheiße, wenn Neonazis sich zu Banden und Kameradschaft zusammenrotten und so weiter. Aber dass er so auf die Jugend guckt, das ist halt, weil er aus seiner Bubble halt guckt. Ne? Er beschäftigt sich dann nur damit, ach guck mal, da ist das passiert und so weiter. Und dass es das im Ruhrpott gibt, ist ja keine Frage. Aber da wird sich natürlich nur auf diesen einen Punkt konzentriert und so zu tun, als wenn jetzt jeder junge Mensch, der einen Migrationshintergrund hat und so weiter, schließt sich Banden an. Das ist absolut lächerlich. Und das ist einfach eine Verallgemeinerung, die einfach ätzend ist. Und da muss Charo auch dazwischen gehen. Nicht genau an dieser Jugend. Die sind jetzt da, aber was stört dich genau an denen? Sollen sie sich benehmen? Sollen die sich integrieren? Was sollen die machen? Die sind jetzt hier. Die sind hier, richtig. Und das halte ich für falsch grundsätzlich. Ja. Also ich persönlich wäre für die Rückführung aller in Deutschland lebenden Ausländer, die nicht selber aus dem Bild. Auch du, ja. Die Forderung musst du dir mal vorstellen. Ich weiß nicht, was das für Deutschland bedeuten würde. Rückführung aller in Deutschland lebenden Ausländer. Und ich kann dir sagen, also Charo hat, glaube ich, einen deutschen Pass. Ich bin mir da nicht ganz sicher, vielleicht kommen sie da drauf. Was das bedeuten würde für dieses Land. Ich weiß nicht, kann sich das jemand vorstellen? Das ist der Grund, warum man sowas wie die Rechte und solche Leute hier nicht unterstützen darf. Oder den Forum geben darf, oder die wählt, oder sonst irgendwas. Was das bedeuten würde. Deutschland würde in dritte Weltstatus fallen. Oh. Ich kann ihn gar nicht. In allen Wirtschaftsbereichen. Aber wisst ihr, wie er sich das leicht macht? Der wird sagen, na und dann sind halt irgendwie 10.000 Dönerläden weg oder was weiß ich. Dann stellt er sich vor, dann machen wieder 10.000 deutsche Imbisse wieder auf oder sonst was. Der hat doch gar keine Ahnung, wo Menschen aus allen möglichen Kulturen und Ethnien und sonst was arbeiten, was das bedeuten würde. Ja, man muss sich nur mal die Folgen des Brexits nur in England ansehen, nur die Folgen schon. Okay. Ich habe deine Geschichte so ein bisschen verfolgt. Du bist früh aus dem Libanon, glaube ich, gekommen, nach Gladbeck, glaube ich, nach Südamerika oder so. Und soweit ich weiß, viele Leute reisen heute gern nach Libanon, machen dort Urlaub, soll ein schönes Land sein. Und ich denke, dass du mich dort mit deiner Familie auch sehr wohlfühlen würdest, ja. Okay. Nicht, was gegen dich persönlich ist, sondern weil du ein Teil dieser Quote bist. Ein Teil dieser Migrationsquote, die wir haben. Ja, Digga, da kann man gar nicht hinnehmen. Also selbst ich hatte als Neonazi nicht so eine Forderung. Das war klar, dass das eine absolut utopische Forderung ist. Jeder, der einigermaßen irgendwelche ausländischen Wurzeln hat, soll zurück in sein angebliches Heimatland oder dort, wo seine Eltern, Großeltern herkommen. Das ist doch jenseits jeglicher Realität oder sonst irgendwas. Da muss man doch mal sagen, Digga, da muss man doch nachfragen, ja? Nach wie vielen Generationen, meine Eltern, die Großeltern davon, was ist, wenn jemand seit 1950, seit 1910, seit 1850 hier ist oder was? Wer definiert nachher Deutsch? Wird wieder ein Aria-Ausweis eingeführt oder sonst irgendwas? Das kann doch kein Mensch ernst machen. Dann hätte ich auch gefragt, ja, okay, welche Ausländer? Muss ein Franzose auch zurück? Muss ein Däne zurück? Geht es bis Polen, bis Ukraine, bis Russland? Geht es um Weiß? Geht es um Schwarz? Geht es um Kontinente? Was ist mit Religion? Darf ein Bio-Deutscher Muslim sein? Was ist mit Juden? Das ist genau hier die Thematik, dass hier nicht reingegangen wird. Das ist leider, Charo, sieh mir das bitte nach.
Aber das ist genau das, dass der verbreitet hier einfach Hass und Hetze auf deinem Kanal. Und da schreiben Leute unter das Video. Bitte check das Video bei Beast Kitchen drunter aus und lest die Kommentare. Und das ist genau das Gefährliche. Ich habe eine Frage, auch wenn ich sie mal so hinter der Kamera herwerfen kann. Meine Frau kommt aus Haiti. Ja. Wie siehst du das? Also findest du jetzt, mein Sohn darf hier bleiben oder soll mein Sohn... Also ich will grundsätzlich erstmal ablehnen, dass du überhaupt ein Kind mit einer Frau aus Haiti hast. Das sehe ich als falsch an. Und für deinen Sohn wäre es wahrscheinlich schwer, irgendwo anders zu leben, weil er hier wahrscheinlich geboren und aufgewachsen ist. Was aber letztendlich nicht mein Problem wäre. Ich sehe da einen Fehler bei dir, ne, den du für mich gemacht hast. Ne? Also ist das da eine Grenze, die du ziehst? Sagst du, mein Sohn dürfte hier bleiben? Oder würdest du sagen, hey, dein Sohn, der sollte auch am besten ganz schnell das Land verlassen? Für ihn wäre es schwierig und ich würde sagen, dass du deine Frau dann nehmen würdest und vielleicht in Haiti probierst, glücklich zu werden. Boah, das muss man... Aber das, findet ihr das nicht zu... findet ihr es nicht zu unkommentiert? Ja? Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, wie wäre das mit meiner Frau und meinem Kind und so weiter? Ja, das sind einfach... ja, wer mein Kind einen Fuckfehler nennt, ja, bei dem greift die Zahnbürste abends ins Leere, ja. Ja, ja, man, schade, dass da keine Intervention kommt, ist so. Und viel härter kannst du ja nun mal nicht angreifen, ne? Ja, aber da musst du ja halt gegen und sagen, das ist doch genau das, aber das, was du eigentlich hier verbreitest, ist doch einfach nur blanker Rassismus. Und dir wäre es dann auch, weißt du, das ist die ganz klassische Rassenlehre aus dem Dritten Reich, nachher noch ein Viertel, ein Achtel, so und so, ab wann dann wieder was... ja, ich glaube, Schau kommentiert nicht, weil er sich anhalten muss, ihm nicht eine durchzuziehen. Ja, aber dann darfst du dich nicht mit denen treffen. Naja, Techlauer, das glaube ich nicht. Es gibt einfach unter dem Video viele, die dem dann zustimmen und sagen, naja, der Steven sagt ja schon ein paar korrekte Sachen und so weiter. Guckt euch die Kommentare an. Also ich habe sie mir vor diesem Stream, habe ich mir die Kommentare angeguckt und war teilweise erschrocken, was da dann gesagt wird, ne? Nochmal zurück auf diese Jugendlichen. Mhm. Was sollen die jetzt genau machen? Sollen die sich benehmen, integrieren? Ja, guck mal, und da fehlt mir doch der Tiefgang jetzt hier bei dem Tristan mit seiner Familie, mit seinem Sohn. Ja, dann solltest du nach Haiti. Dann sagst du, hey, meine Frau hat da vielleicht keine Bindung mehr hin oder sonst was. Oder wir als freie Menschen, wir können leben, wo wir wollen. Ich könnte auch mit meiner Frau vielleicht nach Marokko ziehen oder ich könnte mit ihr nach China ziehen oder sonst irgendwas. Das ist vielleicht die Freiheit in diesem Land und so weiter und wie er dazu steht und was wäre, wenn es bei ihm rauskommt, dass er einen gewissen Aria-Nachweis nicht schaffen würde oder Bekannte von ihm das nicht schaffen. Keine Ahnung, hier fehlt Diskussion, hier fehlt auch ein Gegenpol. Ja, und jetzt wieder, ja, was ist mit den Jugendbannen? Da spielst du ihm doch eher in die Karten. Ja, weil gerade die Leute jetzt hier wieder in Berlin und auf der Domplatte und Böllern und sonst was, und Polizistenangriffen und so weiter. Das ist ätzend. Und das ist für mich bis jetzt, ist es hier Werbung und leider einfach nur ein hochrassistisch gespicktes Video bis jetzt. Die sind jetzt nun mal da. Unabhängig von Nationalität, ob Deutscher oder nicht Deutscher, jeder soll sich erstmal benehmen, ganz klar. Das sind unsere eigenen Landsleute, ganz klar, ist wichtig. Und für mich wäre es schön, wenn diese alle Leute das Heimatgefühl, was immer so, jeder dieser Leute hält auch seine Fahne hoch und so, das ist ja alles schön, wenn das so sehr ausleben würden, dass sie zurück in ihre Heimatländer gehen. Mhm. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich diesen Leuten respektlos gegenübertreten würde, okay. Nur weil die gehören hier nicht hin. Oder? Meine Heimat ist Deutschland. Das siehst du so richtig, ja. Richtig, ich bin... 100% Deutsch. Ja, das ist du so, das unterscheiden wir halt. Ne? Deine Eltern sind keine Deutschen, denke ich. Mutter, meine Vater, Eltern sind keine Deutschen. Richtig, und für mich bist du dann auch kein Deutscher. Ne? Aber ich... Ja, das ist, ne? Hier geht es halt um Rassismus, hier geht es halt nicht um Pass oder sonst irgendwas. Und das ist dieses... weißt du, guck mal, ich persönlich, ich hab keine Deutschlandfahne hier hängen. Aber ich hab einen Union Jack hängen, einfach so aufgrund meiner Vergangenheit, weil ich da mal gelebt habe und so weiter. Und ich finde ein überspitztes, da habe ich manchmal mit Jugendlichen auch zu tun, ein überspitztes, so hier, ich komme da und daher und ich werde auch immer,
überspitzt ist alles Kacke. Und Nationalismus können alle ausleben. Nationalismus ist immer schädlich. Ich habe aber nichts dagegen, wenn jemand trotzdem aus dem Land, wo seine Eltern, Großeltern herkommen, und dass er da sich trotzdem eine Verbundenheit hin hat. Wo ist the fucking problem? Ja, also eine Verbundenheit zu irgendwie, zu familiären Wurzeln und so weiter, stellt für mich absolut kein Problem dar. Ja. Und jetzt Charos Eltern, deswegen kann er nicht deutsch sein und so weiter, ist halt einfach auch ein 100 Jahre altes Weltbild. Ne? Das ist, muss man immer mal wieder sehen. Man kann sich neue Namen geben, man kann sich hipper geben oder sonst was. Man kann dann sich irgendwie sonst wie cool geben. Aber im Endeffekt ist es die gleiche braune Soße wie bei mir vor 20 Jahren. Oder vor 40, 70, 80 Jahren. Ich bin deutsch. Du fühlst deutsch. Ich bin offensichtlich. Deutsch. Ich bin deutsch. Da sind wir unterschiedlicher Ansicht. Ja. Da kommen wir auch nicht auf einen Nenner. Ich bin ja auch, denke ich, voll integriert hier in dem Land. Das möchte ich gar nicht absprechen. Aber du bist kein Deutscher. Also du kannst es doch nicht werden. Wie sieht denn für dich eine Integration aus? Ja, aber warum jetzt wieder auf Integration? Aber hier fehlt mir die Nachfrage, wieso kann ich kein Deutscher werden? Was fehlt denn? Um was geht es? Geht es um Rasse? Geht es um Blut? Geht es um welche Herkunft? Wie lange und so weiter? Ja, forderst du wieder einen Aria-Nachweis? Jetzt geht es wieder um Integration. Die Themen werden dann nicht, wenn den Ball, den... Der Einzige, der hier den Ball spielt, ist der Steven. Das ist der Einzige, der hier den Ball spielt. Und Charo nimmt den Ball nicht auf und schlägt ihn nicht zurück in die andere Hälfte. Es ist leider... mich regen diese Videos leider auf. Weil die beiden da rausgehen, der Alexander Depp-Toller und der Steven Feldmann, die gehen da raus und fühlen sich wie ganz krasse, tolle Typen, wie sie dann ihren Hass ins Internet gerotzt haben und 500.000 Leute oder 1 Million Leute das nachher gucken. Es ist eine Bühne, die gegeben wird. Ja, es ist leider so. Es ist leider so. Jetzt kommt wieder das Thema Integration. Hätte ich selbst noch sagen müssen. Wie wird nachher, ab wann ist jemand deutsch? Wie muss es aussehen? Muss ein Deutscher blaue Augen haben, so wie Steven? So. Und oder ist es okay, wenn Charos Familie seit 4 Generationen hier wäre und ein Viertel oder ein Achtel nur noch libanesisch wäre oder so? Ich sag's jetzt mal ganz hart. Es ist so, aber da muss man doch nachfragen. Ja? Integration, vielleicht bist du ein Vorzeigeintegrierter, sag ich mal. Okay, du hast auch lange Haft abgesessen, habe ich auch. Das kann man jetzt vielleicht unabhängig von Nationalität nicht sagen. Aber das Ding ist, du zum Beispiel kamst als Kind nach Deutschland und hast es dann eine Zeit lang zu deinem Beruf gemacht, sage ich mal, Menschen in Deutschland zu vergiften für Geld. Was der Drogenhändler ist, ist ja kein Geheimnis alles. Und da würde ich sagen, dass ich ganz klar den Punkt gescheitert. Also ich hätte dich damals schon, hättest du das Land verlassen müssen. Sobald du nach Deutschland kommst. Das ist deine Sicht. Genau. Ja, das sind natürlich so Waffen, die dann rausgeholt werden, die dann beim Charo, das ist so eine Waffe, die dann auch immer gegen mich rausgeholt wird, wenn argumentiert wird, dann heißt es ja, mit so einem Knacki brauche ich gar nicht reden und so weiter. Erstmal grundsätzlich aus Sicht des Rechtsstaates, wenn jemand seine Haftstrafe abgesessen hat, das gilt hier für den Steven, der wegen Beleidigung, Körperverletzung und so weiter in Haft saß, glaube ich auch zu knapp 3 Jahren verurteilt, 2 Jahre und irgendwas. Charo mehrere Jahre auch wegen Drogenhandels verurteilt. Ja, das ist jetzt ein schöner Whataboutism. Du hast mit Drogen ein ganzes Volk vergiftet und ich habe ja nur jemanden krankenhausreif geschlagen oder so. Boah, weiß ich nicht, inwiefern man das immer so vergleichen kann. Und das ist so. Ich habe Unbehagen. Ich habe richtiges Unbehagen bei diesem Video. Richtiges Unbehagen. Ja. Meine Sicht der Dinge sieht ja ein bisschen anders aus. Ja. Ich habe immer wieder nach Akzeptanz, also ich wollte mich integrieren, ja, und ich habe aber diese Akzeptanz nicht gefunden hier in diesem Land. Oder zu diesem Moment. Ja. Und gerade so in der Jugend war das für mich schwierig, diese Akzeptanz nicht gefunden zu haben. Und habe mir leider Gottes durch meinen Drogenhandel die Anerkennung geholt. Ja. Verstehe ich jetzt nicht, warum Charo jetzt in die Erklärung geht, warum er angeblich nicht integriert ist und so weiter, warum er zur Kriminalität, er ist halt einfach in der Defensive, ne? Er ist einfach in der Defensive, ja.
viel gelangweilter könnte der Steven jetzt auch nicht aussehen. Sein Essen scheint ihn auch, ich muss mal sagen, hat der schon 2 Löffel gegessen. Im Endeffekt ist Charo hier leider in der Defensive. Und versucht sich dann jetzt zu rechtfertigen, warum er kriminell geworden ist. Das interessiert den gar nicht. Charo, und ich sag dir ganz ehrlich, ne, selbst wenn du nicht kriminell geworden wärst, hätte er trotzdem zu dir gesagt, er hätte dich als Kind hier ausgewiesen. Das ist dem doch scheißegal. Das ist nur ein schöner Grund, um hier zu sagen, guck mal hier, der ist hier als Kind hierher gekommen. Ah ja, Deutschland hat ihn nicht integriert, deswegen ist er Drogenhändler geworden. Tja. Ist leider nicht gut gemacht. Und auf einmal wurde ich akzeptiert, auch von Deutschen. Ja, akzeptiert. Als Drogenhändler wird man dann nicht akzeptiert. Du hast vielleicht ein paar Freunde akzeptiert, wurde man. Man hatte einen anderen Stand vielleicht, ja, aber akzeptiert wurde man trotzdem nicht. Man konnte nicht irgendwo hingehen und dann in irgendein Viertel nach Hamburg, an die Alster und dann auf einmal war Schau akzeptiert. Das ist eine Aussage, mit der ich gar nicht mitgehen kann. Mehrheitsgesellschaft. Ja, weil die Mehrheitsgesellschaft das akzeptiert, wenn die wissen, womit du damals dein Geld verdient hast. Und ich glaube, die Leute, von denen dann Respekt bekommen hast, sag ich mal, das können ja auch nicht so gute Leute gewesen sein. Ja, den Ball hat er ihm so zugespielt. Guck mal, das ist das, warum ich diese Videos nicht mag. Ist so. Das ist genau das, wenn du in dem Thema nicht drin bist. Tut mir leid. Ich guck viel Beast Kitchen, aber das hier ist leider ein Flop. Und wenn es um Klicks ging, ist es schade. Jemanden respektieren, weil er Drogen verkauft. Also jeder ist mal jung, jeder baut mal Scheiße. Richtig, genau. Ja, und jeder macht mal seine Erfahrung. Ja, richtig. Mhm. Für mich, ich hätte damals. Bist du integriert in der Gesellschaft? Ich? 100%. Mhm. 100%. Ich habe vielleicht eine Meinung, die viele Leute gerade in Westdeutschland nicht so vertreten oder so. Mhm. Aber ich bin so weit integriert, dass ich mich überall blicken lassen kann. Auch hier, in jedem Geschäft, bei jedem Araber, bei jedem Türken oder so, weil er mich auch kennt. Mhm. Und auch in der deutschen Gesellschaft natürlich komplett integriert. Das ist doch Blödsinn. Steven Feldmann ist als Neonazi 0,0 integriert, nur weil er mal in ein Späti reingeht und sich dort eine Flasche Wasser kauft und ein paar Haribos oder so, ist der nicht integriert, der ist in der Gesellschaft überhaupt nicht integriert. Verstehst du, man ist nicht integriert, lieber Steven, man ist nicht integriert, nur weil man mit anderen 20 Neonazis abhängt. Du wirst außerhalb von diesen rechtsextremen Kreisen überhaupt keine Struktur haben. Du wirst keine Freunde außerhalb des Rechtsextremismus haben. Und wir kommen mir dann nicht, ja, ich habe auch in Hooligan-Kreisen oder bei Rockern oder so Freunde. Das sind auch alles Rand. Das ist alles Rand. Ja, aber du bist mit Sicherheit nicht integriert irgendwo. Du wirst nicht in irgendwelchen Vereinen sein. Du wirst nicht zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen worden sein. Du wirst nicht einen unterschiedlichen Freundeskreis haben, du wirst nicht, da muss doch Charo dann auch sagen, dass man als bekennender Neonazi ist man Gott sei Dank immer sozial noch geächtet und das ist auch gut so. Ja, beim Kameradschaftabend voll integriert, genau so. Aber auch an Anstand und Höflichkeit. Wie sieht denn eine Integration aus jetzt? Da kommen wir meine? Ja, überhaupt, generell. Wie sollte eine Integration ist vielleicht schon mal das, was du gemacht hast. Ich weiß, du bist noch zur Schule gegangen, dass man Akzeptanz bei deutschen Leuten findet, indem man was Vernünftiges macht, nicht Drogen verkauft. Mhm. Das wäre für mich ein erster Schritt der Integration. Aber die will er doch gar nicht. Warum fragt er ihn, wie Integration aussehen wollte? Er hat doch vorher gesagt, er will doch gar keine Integration, er will doch eine Rückführung. Sondern frag ihn hier, wie sieht denn die Rückführung aus? Wenn Charo jetzt sagt, ich möchte nicht in den Libanon, Deutschland ist meine Heimat, dann wie soll Rückführung aussehen, wenn ich nicht freiwillig gehen möchte und du an der Macht wärst mit deinen Kumpanen? Wie würde dann Rückführung aussehen? Was ist dann, wenn Tristan und seine Frau und sein Kind nicht gehen wollten? Werden die dann abgeholt? Wird dann nur Tristans Frau abgeholt? Ist dann Tristans Sohn aus einer Mischehe? Ich sag's leider so, es geht nicht anders in diesem Kontext.
Ist der Sohn dann okay? Wird der abgeholt? Wohin wird transportiert? Was ist, wenn der Libanon sagt, nee, so einen Vorbestraften wie Charo wollen wir nicht? Was dann? Dann Auffanglager? Das ist doch das, um was es hier geht. Das ist doch, darum geht's und nicht wie Integration aussehen wollt. Der will doch gar keine Integration. Da denkt der doch gar nicht drüber nach. Mein Vater verkauft keine Drogen. Wer? Mein Vater verkauft keine. Davon gehe ich aus. Das und der arbeitet bei der Stadt. Aber ich sage ja auch, mir ist egal, ob ihm integriert ist oder nicht. Mhm. Wenn es nach mir ginge, würden wir für die Rückführung der in Deutschland lebenden Ausländer sorgen. Ne? Mhm. Ganz klar. Kommen wir mal ein bisschen zu deiner Person. Mhm. Mit wie vielen Jahren bist du mit rechten Gedankengut in Berührung gekommen? Ich habe den ersten Kameraden habe ich kennengelernt, damals in Jugendhaft, 2012. Mhm. Das hat mich aber jetzt noch nicht irgendwie in die politische Richtung also getrieben. Mhm. Mhm. Muss man auch mal sagen, was jetzt hier so ein bisschen runterfällt, ja. Also schon mal Jugendhaft vorher, dann weißt du schon auch, was da auch los war. Ja, also hier hätte die Reise auch zu anderen Banden gehen können. Wer weiß, wo der Steven mal landet. Vielleicht geht es auch irgendwann mal Rockerkreis oder sonst was. Aber ich würde ihm natürlich erstmal einen grundsätzlichen Ausstieg gönnen. Aber ja, erstmal Jugendhaft. Hier fehlt natürlich absolute Tiefe. Wer bist du? Wer bist du? Was ist Familie? Was war da los? Für was warst du in Jugendhaft? Wie lange warst du da? Das ist. 3 Jahre später, nach meiner Entlassung 2015, hatte ich mich von meiner Seite aus dafür interessiert, politisches Geschehen in Dortmund, was gibt es für rechte Parteien, Organisationen. Dadurch bin ich dann zur Partei Die Rechte gekommen, also 2015. Und ja, was sie so gesagt haben, gerade damals war das Asylthema sehr heiß, 2015 hast du ja auch mitgekriegt, da viele Leute aus Syrien hierher gezogen werden. Und das war ein Thema, was mich auch gekriegt hat. Ne? Wie gesagt, ich saß damals in Jugendhaft, ich hatte zwar keine Probleme, aber trotzdem, du warst auch lange genug in Haft, und wenn du das ehrlich beantwortest, in dem Knast in NRW, wenn man guckt, wie viele Deutsche, wie viele Ausländer sind da, und der Fakt ist, dass du da viele Ausländer oder viel mehr Ausländer als Deutsche hast. Ne? So habe ich das erlebt in Haft. Ne? Ja, 3 Jahre Jugendknast bekommen, aber auch nicht für Kaugummi klauen. Das ist so. 3 Jahre Jugendhaft, die musst du dir erstmal arbeiten. Da sind schon, ich weiß nicht, ist das im Internet drin, für was der Steven dort gesessen hat? Ja, und dann natürlich in Haft, dann aneinander geraten, vielleicht mit Ausländern, die dort gesessen haben, dann zusammengeschlossen als Deutsch, keine Ahnung, ist jetzt alles. Ja, hier kommt natürlich wieder die Schiene, wo Schau dann auch nicht drauf eingeht und sagt so, ja, viele Ausländer sitzen im Knast und so weiter. Und ich war in Dortmund, in Werl, Iserlohn, Düsseldorf, Herford und ich habe überall das gleiche Bild gehabt. Ne? Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und du bist aber auch kriminell. Ich war 100% war ich kriminell, früher, in meiner Jugend. Ja. Heute, ich würde Gewalttaten zum Beispiel nicht grundsätzlich pauschal als kriminell bezeichnen. Da gibt immer einen Hintergrund, warum, sage ich mal, eine Schlägerei passiert oder so. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass dieses Video so übel wird. Das tut mir leid, Nikolas, dankeschön. Wow. Ja. Also grundsätzlich, Schlägerei und Gewalt ist nicht kriminell. Also man muss schon den Hintergrund prüfen, ob es in Ordnung war, den Ausländer zu schlagen. Oder. Also ich möchte nicht geschlagen werden, Steven. Ja, du kannst mich gerne beleidigen bei Instagram oder Facebook, wo du sehr aktiv bist. Ich denke, Facebook ist auch das große Neue, was kommen wird. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da muss Schauder auch dazwischen gehen und sagen so, pass auf, Gewalt in jeglicher Form ist kriminell, Gewalt geht nicht, Gewalt gegen Menschen ist egal was, das muss gehört gestraft und wer dementsprechend hart oder oft das durch, muss dann dafür auch ins Gefängnis. Also, keine Ahnung, das ist auch wieder so eine Art Rechtfertigung für seine Taten. Charo hat ein ganzes Volk vergiftet, sein Volk, hat das deutsche Volk vergiftet und der Steven hat halt nur ein bisschen jemand körperlich verletzt, aber da gab es halt auch Gründe für, ne? Was war denn deine Tat? Damals eine Jugendstrafe. Wann war deine letzte Tat? Letzte
Ich hatte vor kurzem eine Hausdurchsuchung von ein paar Monaten. Da ging es darum, ich soll eine Regenbogenfahne gestohlen haben. Und deswegen kriegt man hier in Dortmund eine Hausdurchsuchung. Also ich will mich wegen sowas jetzt nicht, also ich soll nicht mal gestohlen haben, sondern Abgang haben hier am Wilhelmplatz. Okay, dass der einmal die Polizei hat, der bei dir ankommt. Ich meine, wann wurdest du das Scheißegal, ich habe hier draußen bei mir auch eine HSV-Fahne hängen. Ich will auch nicht, dass du die abhängst, Digga, nur weil du Dortmund-Fan bist. Scheißegal, da musst du auch schauen und sagen, scheißegal, ist nicht deine Fahne, ist nicht deine Sache, die abzuhängen oder die abzureißen oder wegzuschmeißen. Und na klar, wenn du als Neonazi unterwegs bist und du wirst dabei gesehen, dass du das auch noch irgendwo postest oder sonst irgendwo zeigst oder dabei erwischt wirst, dann hast du das verdient. Ja, und was hier Fiktion ist und Realität, ob das dann deswegen war, ob dabei rumgeschrien wurde, bedroht wurde oder irgendwas gesagt wurde, das wird hier gar nicht nachgefragt. Das ist zu wenig. Ja. Ja, ja. Und top politische Aktion. Ja, genauso. Wie alle 20 Neonazis ziehen in eine Straße. Und das war, in den letzten Jahrzehnten war das unsere politische Leistung. Und dann natürlich noch die Regenbogenfahne, die aber kam. Eieieiei. Jetzt mal verurteilt. Und wegen was? Ich habe vor kurzem eine Geldstrafe bekommen. Das war wegen der Besetzung der Rhein-Neude-Kirche 2016. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder so mal. Nee. Die wurde da besetzt damals. Und da habe ich eine Geldstrafe für erhalten. Letzte Haftstrafe habe ich bekommen. Ist schon ein bisschen was her. Das läuft aber noch. Da ist eine Revision. Die Revision hatte ich gewonnen zum zweiten Mal. Weil da viele Sachen nicht so vom Gericht nicht so übermittelt wurden, wie sie stattgefunden haben. Bereust du all deine Taten? Nee. Also es gibt Sachen, wo ich ganz klar sage, das war nachvollziehbar. Ich bin zum Beispiel damals in Untersuchungshaft gegangen, wegen Raub bin ich in U-Haft gegangen. Mhm. Aber den Raub hat es nicht gegeben, das haben die Leute noch zugegeben bei der ersten Instanz. Ne? Mhm. Da war das so, dass ich auf einer Kirmes war. Und da habe ich gesehen, wie ein Verwandter von mir am Drogen nehmen war mit zwei anderen Jungs. Und der eine von den Jungs war ein Zigeuner. Und natürlich habe ich die Jungs dann bestraft dafür. Und daraus wurde natürlich ein rassistischer Angriff gemacht. Ne? Und das war es nicht. Also auch wenn da jetzt mit zwei Deutschen da gestanden hätten, Drogen genommen hat, wäre ich eingeschritten und hätte die Jungs dafür bestraft. Mhm. Boah, Digga, also erstmal. Zigeuner, das Wort hat sich für mich einfach auch so erledigt. Ich finde, das ist auch aus dem Sprachgebrauch. Ich weiß, da reden jetzt einige auf wegen Zigeunerschnitzel und so weiter. Da bin ich jetzt, sage ich, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Und dann, ich bin eingeschritten. Ich musste da handeln, weil ich habe drei gesehen, wie die da Drogen nehmen und ein Verwandter von mir und dann hin. Und dann musste ich da durchziehen, musste ich die wegknallen. Das kann doch kein Mensch hier als gut ansehen. Also, weiß ich nicht, wer ist er? John Wayne oder... Oder hier, weiß ich, hier Punisher oder sowas, wer ist hier so ein Selbstjustiz-Heini? Keine Ahnung, ich bin da in dem Thema nicht so drin. Ja, nein, Steven ist Exekutive und Judikative, der zwei, ja, das, ja, Sheriff Bravestar oder so. Ja, und dann die Leute da wegboxen und sonst was, auch wenn es drei Deutsche gewesen wäre, dann macht er da den Aufräumer und dann wundert er sich, dass er dafür verurteilt wird, wenn er irgendwo hingeht und dann irgendwelche Leute wegboxt. Boah. Ja, und Legislative, ja, macht seine eigenen Gesetze. Ja, möglich auch. Hat er alle drei Gewalten vereinigt in einer Person. Kim Jun Feldmann. Das Wort Zigeuner ist ja schon verpönt, das sagt man ja. Ich habe dafür 3 Monate bekommen für das Wort Zigeuner. Bin ich in Ordnung. Das bin ich nicht in Ordnung. Also wenn man für gesprochene Wörter in Haft kommt, das ist nicht richtig. Ne? Also egal was, auch wenn ein Linker mich beleidigt oder sowas, Kack-Nazi und so, möchte ich nicht, dass er dafür in Haft geht, weil ich es albern finde. Ich finde schon. Also es gibt bestimmte Wörter und Begriffe, die sollte das man nicht anders. In Mund ich finde, man sollte alles ausdiskriminieren. Beleidigung ist nicht cool, ganz klar. Jemand zu beleidigen ist absolut nicht aber in Ordnung. Da muss es doch Grenzen geben. Ich will nicht, dass jeder auf der Straße jeden einfach beleidigen kann. Es muss doch Grenzen geben. Weiß ich nicht. Also ich bin jemand, der damit sehr, sehr viel zu tun hat, mit Beleidigen, mit Beleidigungen bei YouTube oder Facebook oder sonst irgendwas oder Instagram, wenn sie ganz krass sich anonyme Accounts zulegen. ja, also ich, boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das für unser Klima in diesem Land machen würde, wenn jeder jeden beleidigen würde, ohne dass es Strafen dafür gibt. Ist nicht das Zusammenleben, was ich mir vorstelle. Diese bestimmten Griffe, die sind ja noch viel, viel schlimmer wie bestimmte Beleidigungen. Ja, okay. Ich dachte, beleidigen ist nicht in Ordnung, aber jemanden dafür in ein Gefängnis zu stecken, also finde ich heftig. Finde ich zu krass.
Ich kann es nachvollziehen. Dafür in Haft zu sitzen? Ja. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, dass wir nur diese bestimmte... Ja, na gut, es geht ja nur um Haftstrafen. Ja, du kommst aber nicht, wenn du einmal was sagst, kommst du dafür nicht in Haft. Das stimmt einfach nicht. Wir dürfen nicht vergessen, der Steven Feldmann saß jetzt bereits 2 oder 3 Mal im Gefängnis, Jugendhaft, Erwachsenenhaft, hat offene Prozesse, hat regelmäßig Verfahren und pass auf, und dann geht es darum, dann ist ein Bewährungsverstoß, ist dann auch eine Beleidigung. Das ist, hier werden juristische Dinge nicht hinterfragt. Keiner, der nicht vorbestraft ist, egal was du jetzt sagst, und du gehst hier auf die Straße und suchst hier irgendjemand raus und beleidigst ihn irgendwie, wirst du dafür nicht bei deiner ersten Strafe für eine Beleidigung in Haft gehen. Schwöre ich dir. Aber wenn du sowieso Bewährung laufen hast und läufst durch die Gegend und pöbelst jemanden an und bezeichnest die als scheiß Z, scheiß N, scheiß oder was Antisemitisches oder irgendwas, dann kann das ein Bewährungswiderruf nach sich ziehen. Ich selber sollte mal einen Bewährungswiderruf bekommen, 9 Monate, weil ich jemanden auf dem Stadtfest gesagt habe, verpiss dich. Das ist eine Nötigung, weil ich ihn aufgefordert habe, sich zu verpissen von dem Stadtfest. Ist das eine Nötigung und es hätte bei mir zu einem Bewährungswiderruf geführt und ich wäre dafür 10 Monate in Haft gegangen. Grundsätzlich könnte ich die Geschichte jetzt auch so erzählen, ich wäre beinahe mal 10 Monate in den Knast gekommen, weil ich auf dem Stadtfest zu jemandem gesagt hätte, verpiss dich. Dann würden alle sagen, was für ein krasser Unrechtsstaat, das kann ja gar nicht sein, scheiß Justiz, scheiß Deutschland, nichts darf man mehr sagen. Das, Leute, hier wird nicht genug nachgefragt. Das so einfach kann man Leute manipulieren und sie aufwiegeln und so weiter, weil die Story nicht hinterfragt wird, weil sie auch nicht genau genug erzählt wird. Ich könnte jetzt auch einfach behaupten, ich wäre beinahe mal 10 Monate in den Knast gekommen, weil ich mal gesagt habe, verpiss dich zu jemandem. Würden alle sagen, krass, was für eine scheiß Justiz, Deutschland und so weiter. Stimmt rein theoretisch auch, aber regt mich auf, wusste nicht, dass mich das Video so aufregt. Griffe sagst und dafür eine Kelle bekommst. Ich finde sogar, das ist viel zu wenig. Viel, viel zu wenig, ehrlich. Mhm. Doch. Dann bist du ein großer Freund der Meinungsdiktatur in Deutschland. Aber wenn man bestimmte Sachen nicht mehr sagen darf, dann... Bestimmte Begriffe. Bestimmte Begriffe, doch. Dann müsste ja komplett deutsch rezensiert werden und sowas. Das wäre auch nicht richtig. Und das ist auch alles Kunst. Weglassen von Teilen gilt halt als Unwahrheit. Ist so, Ralf. Aber du weißt, was ich meine. Es ist halt so einfach, dann Leute zu manipulieren, wenn man das so erzählt und dann Teile weglässt. Ich hätte hier den Steven auch gerne gefragt, okay, um welche Begriffe geht's dir? Der Steven ist im Internet zu sehen, der mehrmals Solidaritätsbekundungen gemacht hat für Ursula Haverbeck. Keine Ahnung, fast 100-jährige, vielleicht die bekannteste Holocaust-Leugnerin in Deutschland. Ich weiß doch, in welche Richtung das hier geht. Hier geht es um die Verbote, was Holocaust-Leugnung angeht und um rassistische Begriffe, um die verbotenen Symbole, dass es hier um diese Sachen geht. Und dass es ihm um das Wort Zigeuner geht es ihm hier noch nicht. Es geht hier um ganz andere Dinge. Er redet dann hier von einer Meinungsdiktatur und so weiter. Und diese Begriffe, die er hier in den Raum schmeißt, die nimmt Charo leider nicht auf. Die nimmt Charo leider nicht auf. Wenn du meine Show guckst, ich kritisiere oft den Deutschrap und ich würde es mir schon wünschen, dass man bestimmte Lieder umschreibt. Ja, okay, das sehe ich anders. Da komme ich auf einen. Also ich finde selbst beim Deutschrap, auch ob das jetzt egal, die ganzen Rap- und Migrationshintergrund sind, die ja viel Deutschrap machen, ich bin weiterhin dafür, dass auch die alles sagen dürfen. Also komplett meinungsfrei. Jeder sollte sagen. Ich bin da anders. Welche Position hast du denn in der Szene? Ich bin ganz normaler Aktivist in der nationalen Bewegung. Rechte Szene ist immer so subkulturmäßig, so wie selber identifizieren uns als nationale Bewegung. Weißt du, das sind die Leute, die auf mich herabgucken, so ein Steven, und dann sagt so, ja, das war damals ja nur ein krimineller Schläger, Digga. Das Einzige, was du hier präsentierst, ist, dass du ein krimineller, rassistischer Schläger bist, der einfach keine Ahnung davon hat, wie die Welt funktioniert. Und dann alle möglichen Leute aus Deutschland rauswerfen lassen willst, du irgendwie so einen Bauernstaat errichten möchtest, in dem kein Mensch leben möchte.
Ja, das ist einfach völlig, völlig am Thema vorbei. Und es klingt so, Digga, im Endeffekt wohnt ihr in einer Straße, die, tut mir leid, sieht aus wie ein Mülleimer, ja, wo schwarz-weiß-rote Fahne und Nazi-Kiez mal aufgekritzelt wurde. Und das nennt ihr eine nationale Bewegung. Ihr habt es geschafft, dann irgendwie über 20 Jahre, dass dort 20 Kameraden wohnen. Das ist doch keine nationale Bewegung, das ist nationales Stehenbleiben. Das ist doch gar nichts. Boah. Oder? Ja. Das klingt schön. Ja, rechte Szene. Nee, wir sind keine rechte Szene, wir sind eine nationale Bewegung. Mhm. Aha. Und ja, ich bin ein ganz normaler Teil davon, ganz normaler Aktivist. Ich habe jetzt in der Partei keine großartige Funktion oder so, ne? Kein Sergeant, kein General. Wir sind kein Rockerclub, ne? Kein Vorsitzender. Nee, gar nicht. Ach so, ihr seid Rockerclub? Kein Rockerclub. Kein Rockerclub. Okay. Kein Sergeant, kein Präsident. Ja, ist so super, dass sie nichts auf die Kette kriegen. Ja, ist so. Aber es ist trotzdem, ich tue mich mit dem Video sehr schwer. Und Props gehen raus nochmal. Charo, Tristan, es tut mir leid, ein bisschen konstruktive Kritik muss sein von diesen Themen. Auch wenn sie Klicks bringen, weiß ich nicht, ob ihr euch damit einen Gefallen getan habt, wenn man selber dann auch betroffen ist und selber ein Feindbild von diesen Menschen ist. Wie stellst du dir das perfekte Deutschland vor? Für welches Ziel kennst du? Will ich das hören? Also erstmal dazu, dass die Leute erstmal natürlich Migration weit zurückschrauben zu einem Prozentanteil, den man verkraften kann. Nochmal bitte. Migration so weit zurückschrauben, dass man zu einem Anteil kommt, den jeder verkraften kann. Dass das Stadtbild nicht davon geprägt wird oder so von Migration. Mhm. Ja, aber er hat doch über Rückführung gesprochen. Also er will doch gar keine neue Integration. Hier muss man doch nachfragen und sagen, du hast gesagt, wir sprechen von Rückführung. Und dann sollen neue Menschen dazu. Und da musst du auch nachbohren, okay, wo dürfen diese Menschen herkommen? Darf jemand aus Somalia kommen? Oder meinst du Zuzug vielleicht aus Rumänien, Bulgarien? Geht das? Oder was ist, ja, also von wo und wie? Da muss man doch rein in das Thema. Eben vorhin hast du noch gesagt, du willst rückführen, aber trotzdem neu rein. Was? Und dann nach welchen Kriterien? Nur Leute, die studiert haben oder sonst was, oder keine Männer, nur Familien oder keine Familien und so weiter. Keine Ahnung. Das ist einfach viel, viel zu wenig. Dann, dass die Leute, die Jugendlichen wieder mehr Anstand bekommen. Also wenn man sich mal umschaut, das ist ja einfach so, das ist eine respektlose Jugend, die Leute sind alle am Kiffen. Das sagt jemand, der selber in Jugendhaft war. Das ist ja so, als wenn ich mich moralisch dahinsetzen würde. Der selber noch Verfahren offen hat, der gerade drüber spricht. Da gehört eine lange, lange Reflexionszeit dazu, selber irgendwann zu erkennen, okay, ich war das Problem, ich habe mich so und so verändert, dann an sich zu arbeiten und dann darf man vielleicht auch über andere urteilen. Und da ist bei mir auch jetzt seit 8 Jahren Wasser die Elbe runtergeflossen und ich gestatte mir das jetzt mal selber zu, das hier auch ein paar Dinge einordnen zu dürfen. Und das auch immer mit einer Fehlerquote. Wir haben uns hier noch nie hingesetzt, ich habe mich hier noch nie hingesetzt und habe gesagt, ja, ich bin im Recht, ich kann das alles, ich weiß das alles. Aber das ist ja hier schon ekelhaft. Da muss auch Schau doch auch mal sagen so, du bist der Richtige, du willst über Moral, Werte und Anstand hier sprechen. Dann um welche Moral, Anstand und Werte geht es dir denn hier? Ja. Hängen bescheuert rum vom Computer oder sowas. Es wird härtere Strafen bei mir bei Drogen geben. Also ich würde auch den Konsum, sage ich mal, unter Strafe stellen oder zumindest eingrenzen versuchen. Mhm. Die Leute hätten wieder einen gesünderen Bezug zur Natur, zu der eigenen Familie. Und man würde nicht. Das kann man doch nicht erzwingen, den Bezug zur eigenen Familie. Aber ich wäre dafür, Drogen, Kiffen, Todesstrafe, Gewalttaten von der nationalen Stillstandsbewegung ist okay. Das kann man doch hier nicht alles stehen lassen. Man kann doch auch nicht, ja, die sollen sich wieder besser mit der Familie verstehen. Ich wäre dafür, das alte Patriarchat wieder einzuführen. Prügelstrafe, Gürtel, dann funktionieren Kinder wieder gut. Mann, das tut mir weh. Das tut mir weh. Ja, ich bin dafür, Dummheit hart zu bestrafen. Ist so.
Oh. Das klingt wie die Verfassung von Thüringen und der war fies. Und der war fies, ich kann nie wieder nach Thüringen. Oh. Ministerpräsident soll mal in Bautzen auf die Platte kommen, wo montags unsere Mahnwache ist. Nee, da getraut er sich nicht, weil er so einen Schwanz hat. Ach ja. Also vorbeileben, so, ne? Dass die ganzen Nachbarschaften auch wieder, sage ich mal, so eine Einheit werden. Unter deutschen Nachbarn. Aber du sagtest gerade zum Punkt, du würdest für das Ziel kämpfen, die Migration so weit wie möglich zurückschrauben. Genau. Deutschland ist deswegen so ein wirtschaftsstarkes Land, wenn nicht sogar eins der wirtschaftsstärksten Länder auf der Welt, durch ihre Migration. Ja, das, die haben ja einen großen Teil dazu beigetragen. Weißt du? Und wenn du jetzt sagst so, ey, alle wieder raus. Dann kommt von mir aus der Teil, der dazu beigetragen hat. Das war aber nicht wenig. Ja, weil ich glaube, wir Deutschen sind durchaus in der Lage. Das waren weit über 20%. Ja, ich glaube, der Deutsche selbst wäre durchaus in der Lage, selbst wirtschaftliche Fortschritte zu erzielen. Also Experten sogar. Das ist so, der eine glaubt dem anderen das nicht, was er sagt. Der eine haut eine Zahl raus und so weiter. Das ist hier, das hat mit Fakten, Wissen und so weiter überhaupt nichts zu tun. Ja, also das ist einfach unangenehm. Ja, der eine sagt so, ja, Wirtschaftsleistung von Migranten in Deutschland so und so 20%. Der andere sagt, ja gut, wenn die es nicht machen würden, dann würden es die Deutschen machen, dann würde es vielleicht sogar noch besser laufen, bessere, was weiß ich. Das ist einfach unangenehm. Weil es hier auch nicht belegt wird, auch nicht nachträglich eingeblendet wird oder sonst was und Quellen oder sonst irgendwas. Das ist mir unangenehm, weil hier wir reden hier nur über gefühlte Realität. Das ist hier alles Gefühl, ne? Und nicht keine Fakten. Ja, sogar Experten sagen, da hätte man gut vorbereitet sein können, ne? Hätte man sagen laut Bundesamt Statistik, ja, keine Ahnung, so und so, die und die Wirtschaftsleistung, die und die. Moin, schon ironisch, wie Steven sich verändert hat. Ich komme selbst aus Duisburg und kannte ihn vor langer Zeit etwas flüchten und hatte fast nur mit Ausländern und Drogen zu tun. Ja. Der denkt doch nur, vor 45 war Deutschland doch eine Wirtschaftsmacht. Ja. Ehrlich, Experten sogar sagen, um diese Wirtschaft, diese Weltwirtschaft weiterhin aufrecht zu erhalten, brauchen wir sogar noch mehr Zuwanderung. Die Weltwirtschaft von Deutschland? Nein. Oder man sagt da die Weltwirtschaft zu hören. Nein, nicht die Weltwirtschaft. Dachtest du, generell die Wirtschaftskraft der Deutschen. Ja, die Arbeit, die Produktion und. Hat die Zuwanderung einen großen Teil dazu beigetragen. Weit über 20%. Und damit das in Zukunft weiterhin auch so bleibt, haben sich mehrere Experten dafür ausgesprochen, dass man noch mehr Zuwanderung braucht. Ja, selbst das halte ich für Propaganda, so der etablierten Parteien, die immer nur für Propaganda oder für Zuwanderung sich aussprechen. Nichts Politisches, wo ich das nachgeschlagen habe. Ja, in dieser Regierung, man weiß nicht, was politisch ist und was nicht und was vielleicht unterbewusst den Leuten irgendwie beigebracht werden soll. Ja, der eine sagt, das ist jetzt Parteiengelaber und auch die Parteien sind sich doch überhaupt nicht einig, was Integration angeht, was Zuzug, was Asyl angeht. Da gibt es auch Konflikte selbst in der Ampelkoalition, in der CDU, CSU, ganz unterschiedliche Standpunkte. Das ist ein so komplexes Thema, dass man das hier nicht bei Döner und Bohnen, und ich muss dazu sagen, dem Steven, dem schmeckt es wohl richtig, finde ich unangenehm, weil es hier nicht belegt wird und der eine kommt wie immer mit diesem Argument, ja, das verbreiten die Medien, das verbreiten die Politik, aber stimmt alles nicht, und der andere sagt so, ja, aber ich habe das nachgeschlagen und so weiter. Im Endeffekt, wenn das Leute so gucken, dann glauben sie dem, den sie in dem Video am sympathischsten finden, ne? Ja, Fakten, die einem nicht gefallen, sind Propaganda, Klassiker, ist so. Ich gehe aber davon aus, wenn man ein vernünftiges Bildungssystem und wieder Anreize schaffen würde, auch für deutsche Jugendliche, dass man durch diese eigenen deutschen Jugendliche, wenn der Deutsche auch wieder Lust kriegt, Kinder zu machen und nicht immer weiter ausstirbt, dass wir da durchaus die Möglichkeit hätten. Digga, was wird denn hier vermischt? Anreize,
Anreize für Bildung und so weiter. Hier wird ja so getan. Mit Prügelstrafe in die Schule und erst seit, ich glaube, die Zahl von Akademikern und von Gymnasialabschlüssen sind so hoch wie noch nie. Also kann man das jemand vielleicht gleich mit Fakten belegen? Das ist so ein Traum, dass so gebildete deutsche Volk alle sind zu allem fähig und diese Anreize, und dann müssten auch Anreize geben, dass alle mehr Kinder machen wollen. Also die Frauen müssen wieder ein Mutterkreuz verdienen. Alles unter 3 Kindern ist dann auch schon Schande. Und boah, ich weiß nicht. Boah. Schmerzhaft teilweise hier zuzuhören. Aus eigener Kraft sehr weit zu kommen, ne? Also du stellst gerade dieses Bildungssystem in Deutschland voll in Zweifel? 100%. Ja? Also ich habe selber Realschule durchlaufen und ich habe gesehen, für was eine Scheiße da Leute oder was man da gute Noten schon bekommt. Man muss ja nur noch gerade auslaufen können, ne? Ja, für was? Boah, unangenehm. Keine Argumente, das ist auch keine Diskussion, ja. Und schau, ja, hier, jeder in der Realschule kriegt irgendwas hinterhergeschmissen, muss nur gerade auslaufen können und so weiter. Alleine nur mal so, jedes Bildungssystem hat seine Schwierigkeiten. Das ist einfach so. Und das, klar gibt es so ein Musterbeispiel. Ich habe gerade letztens einen Bericht gelesen über Schulsysteme in Finnland und so weiter. Ja, das ist auch alles gut möglich. Ich glaube, es gibt 4 Millionen Finnen, oder? Oder bin ich da schon zu hoch? Das ist auch alles nicht. Das Schulsystem muss reformiert werden, aber mit Sicherheit nicht so, wie der Steven sich das vorstellt. Das ist auf jeden Fall auf der Agenda. Man muss ein Schulsystem auch nach so vielen Jahren, nach so vielen Jahrzehnten auch definitiv reformieren und nicht immer nur ein Reförmchen. Aber das ist hier, wenn er selber sagt, er hat Realschulabschluss gemacht und er hat gesehen, für was Leute dort gute Noten bekommen, nur weil sie gerade auslaufen, wenn das alles so einfach war, warum kein Abitur gemacht? Also warum dann nicht gesagt, okay, für Führervolk und Vaterland mache ich einen ordentlichen Studiengang und versuche dann sowas zu leisten. Abiturienten sind nur jeder 10., 1990 schon jeder 5., 20 waren es bereits 40% inflationäre Schulnoten. Aus Protest gegen die zu leichte Schule 3 Jahre Knast gemacht. Ja, so ungefähr würde ich es auch verstehen. Okay, ich hätte noch eine letzte Frage. Und zwar, wofür würdest du dich entscheiden? Würdest du alle Migranten rausziehen und ein so ein wirtschaftsschwaches Deutschland haben? Oder würdest du lieber so, wie das ist, die Zuwanderer, die Migranten hier lassen und ein wirtschaftsstarkes Deutschland? Also von dem, was beim Bürger selber ankommt, nach Steuerabzügen und so, sind wir alles aber kein wirtschaftsstarkes Land. Alles, was wir einnehmen, das geht alles in irgendwelche Staaten, an die ich gar kein Interesse habe. Das kann man doch so nicht stehen lassen. Alter, pass auf. So. Das Ding ist, vielleicht redet der Steven gerade über seine eigene finanzielle, wirtschaftliche Situation. Was ich hier noch gesehen habe, ist es trotzdem so, ist es, was ich hier zu Weihnachten gesehen habe, wo ich unterwegs war, wo wir in Supermärkten waren, wo wir einkaufen waren und so weiter, wo wir in Lübeck unterwegs waren, wenn ich unterwegs bin. Geht es diesem Land immer noch verdammt nochmal super gut. Egal wie, es gibt die Probleme, es gibt die Ängste, Sorgen und Nöte mit Strom, mit Gas und allen möglichen Dingen, die bezahlen müssen. Aber den sehr unterschiedlichen Freundeskreis, den ich habe, aus Handwerkern, Selbstständigen, die in Betrieben als Angestellte arbeiten, egal wo, die im Schichtdienst sind und so weiter. es ist nie das Thema, ich weiß nicht, wie ich was zu essen auf dem Tisch kriege, ich weiß nicht, wie ich die Kinder einkleide. Es geht immer darum, okay, wir machen dieses Jahr auch Urlaub und so weiter, Böller waren ausverkauft und so weiter. Das ist eine Schande, das hier zu sagen, das hier so stehen zu lassen. So ein unglaublich reiches Land. Deutschland ist noch so ein unglaublich reiches Land. Und die Menschen, ich glaube, ich habe gerade gestern gehört, in Deutschland gibt es eine neue Zahl von, gestern habe ich es in der Zeitung gelesen, 200,
kann das sein, 200.000 Menschen leben in Deutschland nur alleine von ihrem Kapital. Ich glaube, das ist die neue Höchstzahl. Ich weiß, jetzt kommen Leute um die Ecke und sagen, ja, klar, da gibt es die Superreichen, aber da gibt es nur noch Armut. Das ist so Carsten Stahl-mäßig, der jeden Tag irgendwie seinen Hass in die Kamera rotzt. Das muss ich echt mal sagen, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Der nur noch, Deutschland ist das schlimmste Land der Welt, es ist nur noch Armut, alle hungern, allen geht schlecht und so weiter. Nur er würde als Kanzler alle Deutschland retten. Diese Schwarzmalerei und dieses negative Gesabbel, ich kann es nicht mehr hören. Ich glaube, man muss einfach selber mal, muss selber mal die Welt angucken, Steven. Fahr mal in Länder, wo Armut ist. Das mach einfach mal. Ei. Oh. Also, so wie es jetzt ist, sehe ich uns gar nicht als Wirtschaftsstark, weil beim deutschen Bürger nichts ankommt. Und ich wäre auf jeden Fall... Beim deutschen Bürger kommt nichts an. Also, falls bei euch noch was hängen geblieben ist, ich bin ja auch wieder sportvoll in der Attacke. Falls jemand den Kanal supporten möchte, Dankeschön. Wieso geht denn das hier schon wieder nicht? Da. Bei Beef Bandits mit Philipp 10 könnt ihr 10% sparen. Dankeschön, Leute. Ehre geht raus. Ja, alles rund um Grillen. Aber, ja, das geht nicht. Warum geht das nicht? Aber wisst ihr ja auch, bei Z Plus, alles rund um Supplements, Eiweiß und so weiter, könnt ihr sparen. Muss ich mal gucken, Kamera groß. Da geht's vielleicht. Da geht's, Z Plus. Dankeschön. Also, wer Lust hat, das zu supporten bei Z Plus mit Philipp 10, könnt ihr sparen. Alles rund um Eiweiß, Sport und Gesundheit. Wer das Buch noch nicht hat, bei King unter den Kongs gibt es das Buch mit Signatur. Spiegel Bestseller. Dankeschön an alle, die den Kanal supporten. Dankeschön an alle, die eine Kanalmitgliedschaft machen bei Patreon oder hier bei Twitch ein Prime-Abo machen. Dankeschön. Damit supportet ihr unsere Arbeit. Ehre geht raus. Dankeschön und jetzt muss ich hier wieder hin. Gucken, warum das hier. Naja, keine Ahnung. Vielleicht muss ich das so machen, warte mal. Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Na gut. Okay, also. Da würde ich mich dafür entscheiden, dass die Migranten verschwinden aus Deutschland. Ja. Und wir dann von mir aus. Dann wird es schwierig, aber, ne? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, kein starkes Gesundheitssystem mehr. Ja, ich glaube, der Deutsche ist durchaus in der Lage, da viel zu schaffen. Aus eigener Kraft. Glauben ist aber nicht. Ach, der Deutsche wird es aus eigener Kraft erschaffen. Der Deutsche, und dann wird Germania hochgezogen und alles wird in Beton gegossen und Deutsche, und dann wird wieder gedichtet und gesungen und dann wird getanzt mit Nikolai Nährling und. Unangenehm. Unangenehm. Ja. Ja. Ja, Stammtischgelaber. Es ist Stammtischgelaber. Uns Deutschen geht's so schlecht. Ich nehme noch zwei Bier und die große Schnitzelplatte. Mann. Ja, auch du glaubst, dass es mit Auseinandersetzung ist. Ne? Auch wir wissen es. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube auch, ich weiß es. Ne? Ja, verschwinden gesagt, ja. Du redest immer davon, Migranten auszuweisen, zurück in ihre Länder. Aber das ist ja auch schon an sich eine Utopie. Du kannst ja nicht einfach hergehen und sagen, hey Leute, reißt mal bitte alle aus und dann erwarten, dass das für Leute, die hier vielleicht auch schon seit 2 oder 3 Generationen leben, so einfach ist, dass sie sagen, okay, ich nehme meinen Koffer, der Steven hat kein Wort mehr auf mich, ich verpiss mich jetzt. Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ja, aber wie stellst du dir das in deiner Utopie, ich nenne es mal eine Utopie, weil wir... Also ich muss auch dazu sagen, gut, dass Tristan jetzt hier mit ist und das nachfragt, muss man leider sagen. Weit davon entfernt sind, Gott sei Dank. Weil der Anteil auch so hoch ist. Gott sei Dank, meiner Meinung nach. Aber wie stellst du dir das vor? Welche Mittel wärst du bereit, auch einzugehen, um dein Ziel zu verfolgen? Also ich selbst bin abgesehen von Gewalt eigentlich bereit, vieles zu tun. Wie gesagt, ein paar Jahre in Haft gewesen, aus vermeintlich politischen Taten, die aber keine politischen waren. Die Gerichte waren politisch, die Taten waren es nicht, so sehe ich das. Naja, wenn man jemanden Sinti und Roma zusammenschlägt, weil der mit Deutschen kifft, keine Ahnung, würde ich schon sagen, das ist schon politisch motiviert. Aber die Gerichte sind wieder politisch. Da muss man doch immer... Ich weiß, das muss kurz konsumierbar sein. Meine Videos sind immer sehr lang und die auch mit Axel sind sehr lang, aber wir versuchen auch eine Tiefe. Das ist hier so komprimiert, aber da muss man doch sagen, ja, im Gericht, was meinst du immer? Warum diese Opferhaltung immer? Der Steven, das arme Opfer, ich kann es nicht mehr hören. Haben wir schon mal einen Extremisten gehabt, der nicht rumgeopfert hat? Ja? Boah.
Und ich finde, wenn man erstmal anfangen würde bei bundesdeutschem Recht, das heißt, die Leute, die schon längst hätten abgeschoben werden müssen, es aber nicht worden sind, wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. Ne? Das heißt, alles, was dann noch übrig bleibt, kann man dann noch mal schauen. Aber wir können erstmal anfangen, bestehendes deutsches Recht umzusetzen und die Leute, die ausreisepflichtig sind, abzuschieben. Das wäre ein Anfang für mich. Okay. Und wie soll es dann weitergehen? Wie meinst du das? Naja, du hast gesagt, die Leute, die... Ach so, und dann muss man schauen, dass man die Leute, die immer so von ihrer Heimat schwärmen und so, das tut ja jeder Ausländer, den ich kenne. Ich würde es ihm auch vielleicht nicht übel nehmen, aber ein bisschen hinterfragen, warum er es nicht tut, wenn er seine Heimat... Aber meine Heimat ist doch... Ja, aber auch das zum Kommentar, die davon schwärmen, also... Also Steven geht dann bei Social Media durch und wenn dann irgendjemand noch gepostet hat, eine Flagge von Albanien oder von Tunesien gepostet oder sonst irgendwas oder Türkei und dann würde er dann kommen und sagen, ja, aber wenn du da so stolz drauf bist, dann geht's zurück in die Heimat. Das ist natürlich auch alles sehr oberflächlich. Und er hat sich hier aber eine Sache natürlich sehr geschickt gemacht. Hier, das ist eine typisch populistische Aussage, so, ja, Deutschland zieht ja nicht durch, schicken die Leute nicht zurück und so weiter. Und ich wäre ja schon zufrieden, wenn Deutschland überhaupt noch Recht umsetzt und mit den Leuten, so einfach wie der Steven sich das hier nicht macht, es ist hier immer noch ein Rechtsstaat, wo es Rechtsmittel gibt mit Asylprüfungen und abgelehnt und Instanzen und so weiter. Und na klar, der Steven stellt sich jetzt immer so vor, als wenn das alles so möglich ist, als wenn so ein Apparat so funktioniert von heute auf morgen, sondern das sind Prozesse, die teilweise Jahre dauern. Und natürlich ist klar, auch für die Menschen, die hier Asyl beantragen, muss es schnellere Entscheidungen geben und so weiter. Aber das ist hier populistisches Gelaber einfach. Ja, Deutschland wird schon mal einfach gut gehen und ich würde das und dann einfach nur Bundesrecht durchsetzen, viel mehr will ich dann gar nicht und ansonsten, ja... Ich sage immer wieder, meine Heimat ist der Ruhrgebiet. Ich sage immer wieder, ich bin Ahmed aus dem Ruhrgebiet. Immer wieder. Ja, gut, aber deine Eltern sind nicht Ahmed aus dem Ruhrgebiet, deine Eltern sind Libanesen. Ich so, ne? Bin aber jetzt Ahmed aus dem Ruhrgebiet. Ja, das kannst du ja sein. Ja, das also spricht gar nicht für dich. Nee. Ja, wie? Du bist Libanese, dein Blut ist Libanese. Nein, ich bin Ahmed aus dem Ruhrgebiet. Wie weit kannst du eigentlich zurückverfolgen, dass du Deutscher bist? Also wie, über wie viele Generationen? Ich meine, ich bin auch Deutscher. Dennoch lässt zumindest mein Nachname anmuten, dass es vor einigen Generationen vielleicht eine Überwanderung aus Polen gab oder sowas. Wie sicher bist du dir da? Ich bin mir da sehr sicher. Ich habe jetzt nicht geforscht oder so. Ich hatte von meinem Großvater mal einen schönen Ordner. Mein Großvater war übrigens sehr überzeugter und loyaler, starker Kämpfer für Deutschland damals im Zweiten Weltkrieg. Müsste man jetzt mal in die Familiengeschichte reingehen, so loyaler, überzeugter Kämpfer für Deutschland und ja, die eigene Familie ist natürlich immer heldenmäßig unterwegs, ne? Ja, Ralf, Quelle, Doppelpunkt, ich bin mir sicher. Ja, und das habe ich gefühlt, genau. Ja, die eigene Familie ist dann natürlich immer die großen Helden. Wir können jetzt Opa nicht zu Wort kommen lassen. Und nur weil Opa früher ein überzeugter Soldat war, heißt es noch lange nicht, besonders auch in der Wehrmacht und Waffen-SS gab es ja auch unterschiedliche Kämpfer und so. Und das ist alles hier so, alles Hörensagen. Ne? Ich habe selber darüber noch nicht geforscht, aber ich hatte einen Ordner dann damals. Ja, Ahnenforschung, genau, mein Opa hat es gesagt, ich habe so einen Ordner, da habe ich es auch mal gehört. Mit Opa selber habe ich nicht gesprochen, aber naja, keine Ahnung, das ist mir alles so zu oberflächlich, das ist gar nichts. Und der hat einen schönen Ordner, wo vieles hinterlegt war, jetzt nicht bis ins 16., 17. Jahrhundert, aber schon über viele, viele Jahre. Da bin ich aber ein besserer Deutscher, also meine Familienwurzel nicht auf den Stammbaum hier, der sollte jetzt mal digitalisiert werden. Also unser Stammbaum, alter Landadel, die Schlaffers, alter Landadel, bis zurück ins 15. Jahrhundert, also... Weiß ich nicht, ob du jetzt hier auf meinem Grund und Boden jetzt überhaupt hier... Ich wäre ja dafür, dem alten Landadel die Grenzen von 1437 zurück. Und das ist aber schwach. Das ist sehr schwach. Nein, wir haben eine ganz, ganz alte Familienchronik aus einer Kirche, weil meine Familie entstammt ja Bayern. Und von daher... bin ich ja schon mal ein besserer Deutscher, oder? Ich würde sagen, ich bin ein besserer Deutscher jetzt. Okay, das heißt dann... Ich würde aber auch trotzdem, auch wenn ich jetzt in der Nationalbewegung drin bin und ich würde was rausfinden, ich würde damit offen umgehen und sagen, pass auf, vor 5 Generationen hatte ich meinen Onkel, der in Polen gelebt hat oder sowas. Ne? Also ist das für dich okay? Dann ab der 5. Generation muss man nicht mehr ausreisen. Nee, das sehe ich...
Da muss man dann schauen, wie die Leute drauf sind und so. Also ich sehe jemanden zum Beispiel, einen europäischen Nachbarn, immer noch als was anderes an, als jemand, der aus Afrika zugewandert, ne? Okay. Bei uns sind zum Beispiel viele Leute auch Teil der nationalen Bewegung, die sind aus Bulgarien, die sind aus Ungarn, also richtige Bulgaren und Ungarn, die sind bei uns einfach dabei und aktiv, ne? Weil die haben das gleiche Problem, wir haben das in Europa, das Problem, und die kämpfen die gleiche. Ja, und hier wird halt dieses ganze rassistische Gesappel wird einfach viel zu unkommentiert dagelassen. Hier geht es um dieses Verteidigung Europa, hier wird nachgefragt, was ist mit Religion, ja, was ist mit Religionsfreiheit, was ist mit Menschen jüdischen Glaubens und so weiter. Hier geht es um die Festung Europa, unsere europäischen weißen Nachbarn und so weiter. Bitte, ätzend. Gleichen Kampf wie wir, ne? Was macht den Unterschied jetzt zwischen Zuwanderern aus Bulgarien und Zuwanderern aus, meinetwegen, einem afrikanischen Land? Dass die Kulturen zu verschieden sind. Also ich sag mal, der europäische Kontinent ist ja geprägt von einer gewissen Kultur. So, wir sind in der Schule zum Beispiel, habe ich gesehen, die Leute, die aus Europa auch stammen, die waren für mich gleich. Da zucken aber viele aus dem 20. und 19. Jahrhundert zusammen, dass die Kulturen sehr ähnlich und gleich sind. Dafür haben hier Fürsten, Könige und so Krieg geführt. Weil die Kulturen, weil sie überhaupt nicht als ähnlich oder gleich angesehen haben. Überhaupt nicht. Ja, also der Führungsanspruch unter den während der napoleonischen Kriege. Zwischen Zaren und diese ganzen Inzestereien in der Monarchie, die haben sich überhaupt nicht als gleich angesehen. Überhaupt nicht. In der Kindheit ist noch keinen Unterschied groß gesehen. Aber jemand, der aus Afrika kommt, erstmal sehe ich schon, dass er nicht von hier ist. Ich bin auch keiner, der sagt, das sind alles so Menschen, ich sehe gar nicht, dass er schwarz ist. Wenn da jemand ist, der ist schwarz, dann ist er schwarz. So, und das sehe ich natürlich an und dadurch unterscheiden wir uns schon. Ne? Ja, aber da... Ja... Wie gesagt, hier entblößt sich trotzdem mal einfach jemand, der sich als modern rechts sieht, nationale Bewegung und so weiter. Hier kommt einfach nur blanker Rassismus, ne? Einfach nur blanker Rassismus. Naja, und wie immer, ja genau, es gibt eben gute Ausländer und schlechte Ausländer. Ätzend. Aber wenn jetzt jemand deutsch ist und meinetwegen ja, behindert ist oder sowas? Das ist dann, der unterscheidet sich ja auch von dir. Der unterscheidet sich von mir, ja. Ja, das ist aber kein Problem. Er ist dann ein behinderter Deutscher, ja. Okay. Ich könnte ihn ja schlecht abschieben. Ja, aber gleichwertig als Mensch darf er sich fortpflanzen, gleiche Rechte. Ich würde es auch nicht wollen, aber ich könnte ja auch schlecht. Ich könnte ja sagen, du musst jetzt in ein Behindertenland abgeschoben werden, weil das gibt's ja nicht. Okay. Jo, also die letzten Worte waren sehr hart, finde ich. Was meinst du? Für meine Welt waren die sehr hart. Ehrlich. Und ich hoffe so, du lernst ein bisschen mehr von meiner Welt kennen. Beast Kitchen schaust du ja schon mal. Das ist schon mal ein großer Fortschritt für mich. Und ja, weiß ich nicht. Was hier der Mehrwert war, tue ich mich sehr, sehr schwer mit. Ja. Auch hier Charo, ja, dass er Beast Kitchen dann schon mal guckt und so. Und nun? Im Endeffekt hat nur Steven seinen Hass verbreitet und findet Zustimmung in den Kommentaren. Ich hoffe, die anderen Zuschauer auch. Ja, und ich hoffe, wir kommen uns ein bisschen mehr. Sind wir Deutsch? Also, ja, absolut. Also, noch mehr. Ja, guck mal, das ist das, was hier die Fehlinterpretation ist hier. Das hat mal Sven Krüger gesagt in der Demo, wo es drum ging, in der Doku, wo Michel Abdullahi da war, und da ist er leider auch viel zu gut weggekommen, wo Sven Krüger gesagt hat, naja, wenn man erstmal jemanden kennengelernt hat, persönlich ist es schwer, ihn zu hassen. Deswegen ist es ja immer eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ja, na klar würde der Steven jetzt, wenn der Charo demnächst mal trifft, würde er sagen, oh, moin Charo, wie geht's, kurzen Smalltalk, aber im Endeffekt dreht er sich um und denkt sich, scheiß, ist so. Mann. Noch mehr. Ja, noch nicht. Du pennst heute in Dorsfeld. Ja, kein Problem. Ja. Diese Verbrüderung, so. Nein. Ich bedanke mich für das Gespräch, für deine Zeit. Genau deswegen machen wir das nicht. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Harter Tobak. Genau deswegen machen wir das nicht. Genau deswegen. Und Respekt an jeden, der bis jetzt dran geblieben ist. Die Ideologie von Steven ist wirklich sehr schwer zu ertragen. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam als Community ein Zeichen setzen. Für ein buntes Deutschland und gegen Rassismus. Schreibt mir in den Kommentaren, mit welchen Extremen ich mich als nächstes an einen... Welches Zeichen wurde gesetzt? ...ich setzen soll, damit ihr es nicht müsst. Und lasst mir ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Also, checkt... checkt Beast Kitchen aus. Props gehen raus. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Tristan und Ahmed, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das war einfach nicht meine Welt. Unangenehm. Ich wünsche dem Alexander Deptolla und dem Steven Feldmann auch eine Veränderung. Raus aus dem Scheiß. Man kann von dem Kiez wegziehen. Es gibt viele schöne Bundesländer, Städte, da kann man weg, kann man neu starten, kann man sich Hilfe suchen, sein Weltbild überarbeiten. Geht nicht persönlich gegen euch. Es ist immer wieder gegen den Extremismus, nicht gegen den Extremisten. Ich fand es mega unangenehm und das ist ein gutes Beispiel dafür, warum man mit Neonazis nicht sprechen sollte. Das war nichts aus meiner Sicht. Vielen lieben Dank an alle, die das hier aktiv supporten, egal auf welche Art und Weise. Dankeschön. Und ich hoffe, dass es nachträglich zu YouTube kommt. Ich verbleibe wie immer mit einem.